Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 188 vom 7. Mai 2020. Und an den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche im Corona-sicheren Abstand Ulf Burmeier, das bin ich, und mir gegenüber sitzt Philipp Hansel, ganz herzlich willkommen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt für die Zusammenfassung der Ereignisse dieser Woche. Damit legen wir auch gleich los. Kurz vorweg nochmal danke, danke, danke für die Menschen, die ein Abo abgeschlossen haben unter lagedernation.org/plus. Hilft in diesen Zeiten natürlich ungemein. Wir haben wirklich viel vorbereitet für euch. Das wird eine lange Nummer heute. Deswegen würde ich sagen, geht's gleich los. Werbung. Über den Flughafen Berlin-Brandenburg BER gibt es ja viele Witze. Einer geht so: Chuck Norris übernimmt morgen um 8 Uhr die Leitung des BER. Um 10 Uhr ist Eröffnung. Leider ist der BER ein schlechter Witz. Knapp 30 Jahre Planung. Die Eröffnung wurde 6-mal verschoben. 7 Milliarden Euro hat alles bisher gekostet. Im Oktober soll nun das erste Flugzeug fliegen. Aber so richtig glauben mag das noch keiner. Der Hauptstadtflughafen BER ist einer der größten Bauskandale Deutschlands. Ein Mahnmal des Scheiterns, ein peinliches Milliardengrab made in Germany. Der Audible Original Podcast Made in Germany macht die Geschichte des BER jetzt hörbar. Eine Geschichte, die man sich im sogenannten Ingenieurstandort Deutschland eigentlich so nicht mal ausdenken kann. 6 Folgen, a 30 Minuten und jede Menge Fragen. Wie konnte das nur passieren? Wie konnten die Verantwortlichen damit durchkommen und auch noch Geld kassieren? Das Team um den Journalisten Christian Alt und den Spiegelreporter Andreas Wassermann hat für die Audioreportage mit vielen ehemaligen und aktuellen Verantwortlichen gesprochen. Der Audible Original Podcast Made in Germany erzählt von wütenden Anwohnerinnen und Anwohnern, von verantwortungslosen Führungspersonen, von Machtkämpfen in der Politik und blinder Selbstüberschätzung. Eine große Geschichte über die Irren und Wirren deutscher Politik. Jetzt bei audible.de. Werbung. So, und da sind wir wieder mit unserer eigentlichen Berichterstattung und wir beginnen, wie in den letzten Wochen immer, mit dem großen Corona-Update. Philipp, wie sieht's denn aus in dieser Woche? Die Zahlen sind nach wie vor erfreulich weit unten. Ja, die Zahlen sind ziemlich weit unten. Wir haben so jeden Tag Neuinfektionen, schwanken ein bisschen, plus minus 1000, 700, 800, 1000, irgendwas sowas in der Gegend. R, dieser Reproduktionsfaktor, liegt unter 1, 0,6, 0,7, irgendwas in der Gegend. Das wäre ja eine richtig gute Zahl. Wäre eine richtige gute Zahl, ist wie gesagt bei diesen kleinen Zahlen und da es ohnehin eine Schätzung ist, auch immer mit einer gewissen Unsicherheit, Schwankungen verbunden. Das geht dann auch mal hoch bis 1 und darüber, aber irgendwie sowas in der Gegend spielt sich ab. Wir hatten ja letzte Woche gesagt, dass es ungefähr 200 Neuinfektionen pro Tag nur geben darf, damit wir das durch Menschen in den Gesundheitsbehörden kontrollieren können. Da gab es Kritik von euch und da muss man sagen, das geht auf unsere Kappe. Ja, also was heißt die Kritik? Es würde vor allem gefragt, was denn eigentlich die Quelle ist. Und wir haben das dann auch mal nachrecherchiert. Wir wissen es ehrlich gesagt jetzt auch nicht mehr. Muss man also in aller Offenheit sagen. Und es stand bei uns im Pad. Und normalerweise schreiben wir da nur Sachen rein, die wir direkt aus einer Quelle entnommen haben. Ich habe auch nach wie vor das Gefühl, das ist jetzt nicht vom Himmel gefallen, aber wir finden die Quelle nicht mehr. Insofern müssen wir dazu sagen, wir können das nicht mehr rekonstruieren. Nicht valide, müssen wir zurückziehen. Danke der Nachfrage. Haben wir uns beide selber ein bisschen angeguckt und gedacht, oh fuck, wo kam das denn jetzt her? Und wir haben nochmal geguckt, gibt's nicht. Diese also die Zahl ist falsch, das wissen wir auch nicht. Ja, ne? Falsch, wir können sie nicht belegen. Ja. So, also wir müssen die Zahl nicht zurückziehen, aber wir können sie nicht belegen. Wir können sie nicht belegen. So. Deswegen arbeitet damit bitte nicht. Dann war natürlich die Frage, gibt es dann irgendwie eine Kapazität, ab der man diese Infektion kontrollieren kann? Und das, glaube ich, ist schwer zu sagen. Ich habe mir heute Morgen nochmal die Pressekonferenz des RKI, des Robert-Koch-Instituts, angeguckt. Und da kam die Frage, wie vielen Menschen es denn in den Gesundheitsämtern, Gesundheitsbehörden in ganz Deutschland denn gibt, die überhaupt Nachverfolgung machen können. Und da konnte der stellvertretende Chef des RKI auch keine Angabe machen. Also das RKI weiß nicht mal genau, wie viele Menschen denn überhaupt zur Verfügung stehen aktuell, um Infektionen nachzuverfolgen. Dann ist es natürlich auch schwer zu sagen, was denn genau die Zahl der Neuinfektionen ist, die man nachverfolgen könnte. Also dazu muss man natürlich fairerweise sagen, dass das im Prinzip eine kommunale Aufgabe ist. Ne? Die Gesundheitsbehörden werden normalerweise bei den Städten und Gemeinden eingerichtet. Und das heißt, das sind also keine, wie soll ich sagen, Unterbehörden des RKI. Da gibt es also keine klaren Zuständigkeiten, irgendwie jetzt zu melden, wie dass also die Stadt Pusemuckel nach Berlin meldet, wir haben hier 5 Leute im Einsatz. Also so läuft es jetzt nicht. Insofern ist es nicht völlig überraschend, dass das RKI das nicht weiß. Trotzdem kümmern die sich immer darum.
Die bilden immerhin 500 von diesen Tracing Scouts aus. Mhm. Ja, also so ganz raus sind sie aus der Lage auch nicht, was das angeht. Aber jedenfalls, ich glaube, es ist jetzt auch nicht so zentral. Nur diese Zahl, die wir euch genannt haben, die ist nicht belastbar. Belastbar, glaube ich, sind aber die relativ niedrigen Zahlen, die wir haben. Ja, also Infektionszahlen, R und so, das ist alles in so einem Bereich jetzt, wo wir sagen würden, das ist relativ niedrig. Und, ja, oder? Und vor allem muss man sagen, was ja nicht eingetreten ist, ist so diese Osterwelle. Bisschen, wir hatten ja so ein bisschen, also wir hatten ja so ein bisschen die Sorge, Ostern war ja so um Mitte April rum, so, ich weiß nicht, ich glaube, die Daten waren so 13., 14., 15. April. Ja, das ist jetzt zwei, drei Wochen her auf jeden Fall. Genau, und da waren ja erstmals wieder seit 4, 6 Wochen ganz viele Menschen im öffentlichen Raum unterwegs und da hatten nicht zuletzt wir, Philipp, uns echt Sorgen gemacht, ob da mit den üblichen 1, 2, 3 Wochen Verspätung es im Peak geben würde. Das kann man wirklich nicht sagen. Im Gegenteil, die Kurven gehen weiter langsam runter. Und angesichts dieser Zahlen, Philipp, hat die Politik sich jetzt für eine weitgehende Öffnung entschieden. Also weitgehend kann man natürlich lange drüber streiten. Auf jeden Fall, also nicht weitgehende Öffnung in dem Sinne, dass es keine Beschränkung mehr gibt, aber weitgehend in dem Sinne, dass es jetzt deutliche Schritte auf eine Lockerung zugeht, gibt, nämlich insbesondere so, was den Aufenthalt im öffentlichen Raum angeht. Genau, also Merkel ist dafür ja eigentlich nicht richtig zuständig, dafür sind ja die Länder zuständig, aber um so eine Art bundeseinheitliche Koordination hinzukriegen, gab es ja immer diese berühmten Videokonferenzen mit Merkel und den Ländern. Das gab es auch diese Woche wieder und die haben halt wieder ein Papier veröffentlicht und da heißt es dann, dass Bund und Länder sich geeinigt haben auf eine weitgehende Öffnung. Aufenthalt heißt es da im öffentlichen Raum nun nicht mehr nur allein mit den Angehörigen eines eigenen Hausstands oder einer weiteren Person, sondern mit den Personen eines weiteren Haushalts. So, das ist so ein bisschen das Fundament, auf dem das alles fußt. Und dann folgt, muss man ehrlich sagen, ein bunter Reigen auch aus den Ländern verschiedenster Maßnahmen. Die Fußball-Bundesliga soll bald wieder spielen dürfen in wenigen Tagen. Ohne Zuschauer, aber die Spiele sollen stattfinden. In Berlin ist alles ein bisschen zeitlich abgestuft. In den nächsten 1, 2 Wochen wieder erste Restaurants geben, die öffnen dürfen. Natürlich alles mit Auflagen und Abstand und nur 50% gefüllt. In Hessen sollen in den nächsten Tagen wieder Veranstaltungen mit 100 Leuten irgendwann stattfinden können. In NRW sollen die Schwimmbäder aufmachen. Also diese Abmachung von Merkel und den Ländern, die war in der Vergangenheit, wurde die immer von den einzelnen Bundesländern schon ausgehöhlt. Und jetzt ist hier auch schon zu sehen, dass die Länder weitestgehend ihren eigenen Kram machen. Und die Detailregelungen, die ersparen wir uns hier, das kann jeder nachgucken. Die Zeit hat da so eine schöne Matrix veröffentlicht. Genau, findet ihr in den Shownotes. Ja, ne? Da könnt ihr für jedes Land nachschauen, was jetzt im Einzelnen erlaubt ist und was nicht. Das, finde ich, haben sie sehr übersichtlich gemacht. Kann man also, da sind wahnsinnig viele Informationen in einer relativ kleinen Tabelle versteckt. Wichtig ist natürlich, dass jetzt die Corona-Epidemie weiß Gott nicht vorbei ist. Ne? Ganz im Gegenteil. Deswegen gelten die grundsätzlichen Hygienemaßgaben natürlich weiter. Also wir müssen weiter möglichst einen Abstand von 1,5 Metern, idealerweise sogar 2 Metern voneinander einhalten. Es gibt einen im Detail unterschiedlichen Maskenzwang im öffentlichen Raum, also vor allem im öffentlichen Personennahverkehr oder in Läden. Und natürlich ganz wichtig, vielleicht so ein bisschen bei der ganzen Maskendiskussion in den letzten Wochen in den Hintergrund getreten, das Händewaschen. Das ist nach wie vor eine der ganz zentralen Maßnahmen. Regelmäßig Hände waschen und zwar mit Seife und auch entsprechend lang. Ich habe mir mal sagen lassen, warum das eigentlich so wichtig ist. Naja, also die Seife löst ja Fett auf und diese Viren haben eine sogenannte Lipidhülle. Das heißt, die bestehen im Grunde aus einem kleinen Fettkügelchen mit Erbinformationen drin und die Seife löst die Viren richtig auf. Die tötet die nicht, die löst die richtig auf und das dauert aber eben so ein paar Sekunden. Und deswegen gilt ja so diese Faustregel, so lange wie 2-mal Happy Birthday singen. Ne? So lange sollte man Hände waschen. Dann kann man davon ausgehen, dass die Viren wirklich platt sind. Und diese ganzen Maßnahmen sollen natürlich auch diese Hygieneregeln einhalten, in Läden, auch in Schulen, die jetzt immer mehr eröffnet werden. Das, was neu ist und was uns sicher in den nächsten Wochen noch beschäftigen wird, ist ein Grenzwert, den, nach dem, was man so weiß, Frau Merkel da mit rein verhandelt hat. Und dieser das kann man sich im Grunde vorstellen wie so eine Art Überdruckventil. Genau. Wenn zu viel Druck wieder auf dem Kessel ist, wenn es einfach zu viel Neuinfektionen gibt, Philipp, dann muss gegengesteuert werden. Und zwar sehr kleinteilig. Sehr kleinteilig. Und zwar ist dieser Grenzwert bei 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten 7 Tage. Wenn diese Zahl erreicht wird oder überschritten wird in einem Landkreis oder in kreisfreien Städten, dann müssen diese Kommunen Beschränkungen auferlegen.
Ist schon klar, welche? Oder einfach nur irgendwie? Wir haben das eben nochmal nachgeguckt in diesem Papier, was da verabschiedet wurde. Da steht nur was von Beschränkungen. Das muss natürlich wirksam und strikt und alles Mögliche sein. Den Werkzeugkoffer, den denke ich, hat man. Ja, mit Ausgangssperren und. Alles das, was wir in den letzten Wochen auch geübt haben. Und das ist sozusagen, ja, ein Überlaufventil. Falls das lokal aus dem Ruder läuft, dann ist das der Messwert, 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen. Und das muss dann so lange aufrechterhalten, diese Beschränkung, bis es eben wieder 7 Tage lang unter diesem Grenzwert ist, die Zahl der Neuinfektionen. Virologen sagen, ich habe das in diesem ARD Extra von so einer Braunschweiger Virologin gehört, die sagt, ja, ist schon okay, aber es ist schon auch ein recht hoher Grenzwert. Also momentan gibt es nur einen Landkreis, in dem dieser Grenzwert erreicht ist, alle anderen liegen drunter. Ja. Gut, ich meine, wenn jetzt nicht grundsätzlich alle anderen Landkreise drunter lägen, dann würde man vielleicht sinnvollerweise gar nicht erst anfangen mit irgendwelchen Öffnungen. Ne? Aber gut, also das heißt mit anderen Worten, wir haben ein Überdruckventil, das schlägt aber erst relativ spät an. Und das schließt natürlich auch nicht aus, und das ist ja so die Warnung, die insbesondere Christian Drost in seinem Podcast immer wieder ausgesprochen hat. Ja, wir haben diese Epidemie momentan ganz gut im Griff, aber das Virus hat sich parallel über das ganze Land verteilt. Das heißt also, wenn es wieder hochpoppt, dann rechnet er eigentlich damit, dass wir sehr viele neue Infektionsherde, sehr viele neue Hotspots über das Land verteilt bekommen. Und insofern, klar, diese Idee, dass man das auf Landkreisebene beurteilt und gegebenenfalls auf Landkreisebene gegensteuert, klingt jetzt erstmal nach einer sehr guten Idee. Auf den ersten Blick ist das halt quasi eine sehr kleinteilige, sehr gut auf die regionalen Besonderheiten angepasste Reaktion, aber das hilft natürlich überhaupt nichts, wenn jetzt tatsächlich die berühmt-berüchtigte zweite Welle kommt und wir einfach in 50 oder 100 Landkreisen mit einmal diese Schwelle überschreiten. Genau. Und das kann ja gegebenenfalls sehr schnell gehen. Ne? Das ist ja das große Problem, vor dem Christian Drosten immer warnt. Aufgrund dieser Verbreitung des Virus im Hintergrund könnten sich diese Lockerungsmaßnahmen tatsächlich sehr schnell als Problem erweisen, und in der Tat machen sich auch viele Menschen in Deutschland offensichtlich Sorgen, Philipp. Ja, also das ist so ein bisschen ein Kontrast zum Eindruck, den wir von der Politik erweckt wird, dass es jetzt angesichts dieser Zahlen eigentlich keine Alternative gibt zu mehr Öffnung. Und der Spiegel hat eine Umfrage veröffentlicht, repräsentative Studie der TU Ilmenau und der Uni Bern. Und danach sagen zwar fast die Hälfte der Befragten, die ist repräsentativ, wie gesagt, für Deutschland, ja, die Einschränkung der Grundrechte nervt, und ein gutes Drittel beklagt sich und ärgert sich auch darüber, dass das Leben nicht mehr so ist wie gewohnt. Aber die große Mehrheit, 64%, fast 2/3, lehnt eben einen vorschnellen Ausstieg aus dieser politisch verhängten Ausnahmezustand ab, und fast 3/4, 72%, halten Kontaktsperre und Ausgangsbeschränkungen für angemessen. Jetzt muss man natürlich sagen, das fand vor dieser letzten Videokonferenz statt und vor den aktuellen Erleichterungen, aber ich glaube schon, dass es insofern belastbar ist, als dass es eben keineswegs so ist, als wenn ganz Deutschland jetzt freie Bahn mit Marzipan verlangt. Nee, das finde ich wirklich eine ganz interessante Beobachtung, denn ich hatte in der letzten Woche den Eindruck, auf Twitter und in vielen Medien wurde so der Eindruck erweckt, als gäbe es einen ganz starken Drang, als würden quasi Massendemonstrationen fordern, gebt uns den Zustand Ante-Corona zurück. Aber genau das ist gerade nicht der Fall. Ich meine, wir haben etwas weniger Zustimmung zu den Maßnahmen. In der Spitze war es Mitte März mal um die 90%. Also wir haben schon so knapp 20% Punkte weniger Zustimmung. Mit anderen Worten, die eine gewisse Skepsis an den Maßnahmen schlägt sich auch in diesen Umfragen nieder. Indes, wie du sagst, Philipp, nach wie vor sind fast 3/4 der Menschen für Corona-bedingte oder Corona-Präventionsbeschränkungen. Und insofern gab es eigentlich diesen starken Drang in der Bevölkerung eigentlich gerade nicht. Ich finde das sehr interessant, weil auch bei uns in den Kommentaren die Leute, die ein Ende fordern, die überhaupt generell skeptisch sogar sind, teilweise gegenüber Corona-bedingten Beschränkungen, die sind so eine ganz, ganz laute Minderheit, aber wie die Umfragen zeigen, ist es eben letztlich eine kleine Minderheit. Genau, ja. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, bis wann diese Umfrage durchgeführt wurde. Ja, also wenn die dann endete, kurz nachdem der Peak erreicht war, relativiert das nochmal alles. Aber ich glaube, das kann man schon sagen. Unterm Strich, glaube ich, können wir festhalten, dass die Länder jetzt am Ruder sind. Also der Bund hat mehr oder weniger die Kontrolle über die Maßnahmen abgegeben. Das ist legitim. Die Länder sind auch zuständig. Ja, die Länder sind auch unterschiedlich betroffen. Ne? Sachsen-Anhalt, Brandenburg völlig anders als NRW und Bayern. Und
Vielleicht sind da andere Maßnahmen auch angemessen, aber insgesamt ergibt sich, auch wenn man diese Matrix auf Zeit Online anguckt, schon ein sehr heterogenes Bild. Ne? Ja, also wenn man ehrlich ist, ja. Ich weiß noch nicht so ganz, ob das Narrativ stimmt, dass die Länder jetzt das Ruder übernehmen, denn das ist, glaube ich, eher so eine Art mediale Kurzdarstellung, die wir in den letzten Wochen erlebt haben. Es hieß ja immer so, als wenn quasi die Bundesregierung jetzt Maßnahmen getroffen hätte. In Wirklichkeit war es aber ja eigentlich immer so, die Länder, ja. Dass immer die Länder die Maßnahmen getroffen haben. Das heißt, die Bundesregierung hat im Grunde nur den Konferenztisch und das Mineralwasser bereitgestellt und die Videokonferenz. Ja? Ja, und sie haben die Bad News verkündet. Also der Bund ist natürlich irgendwo Träger des Robert-Koch-Instituts. Das heißt, der Bund hat quasi die wissenschaftliche Empirie zugeliefert und der Bund hat die Gespräche zwischen den Ländern so ein bisschen koordiniert und moderiert. Aber im Kern waren das immer Einigungen zwischen Bund und Ländern, die völlig informell waren, hatten als solches keine juristische Bindungswirkung und die eigentlichen juristisch wirksamen Maßnahmen haben von vornherein immer nur die Länder getroffen. Genau, aber wie gesagt, Merkel war dann immer dafür zuständig, die schlechten Nachrichten zu verkaufen. Das hat sie ja, wie gesagt, auch ganz gut gemacht. Jetzt sind die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen dabei, die guten Nachrichten zu verkünden, in den Ohren vieler zumindest. Und die große, große, große Frage ist natürlich, geht das gut? Ja. Geht das gut? Sind diese Lockerungen vertretbar? Wird es uns gelingen, weiterhin die Zahl der Neuinfektionen gering zu halten? Oder wird diese Zahl durch die Decke gehen? Wir können auch an dieser Stelle noch eine kleine Präzisierung einschieben. Da gab es in der letzten Woche ja, wie gesagt, diese Zahl 200 Neuinfektionen können wir tracen. Und da hatten wir gesagt, ein Weg dahin ist diese Reproduktionsrate von 0,2. Da haben jetzt viele Leute gesagt, das hängt natürlich nicht zwingend zusammen. Das ist völlig klar. Reproduktionsrate von 0,2 würde bedeuten, dass man innerhalb von wenigen Tagen von 1000 Neuinfektionen auf 200 runterkäme. Das wäre natürlich, also ist ein unrealistisches Szenario. Ja? Also man braucht nicht unbedingt 0,2. 0,2 bedeutet ja, dass quasi 1000 Menschen, die sich in einem 4-Tage-Intervall infiziert haben, diese Infektion nur an 200 Menschen weitergeben. Das wäre R gleich 0,2. Und natürlich reicht auch R gleich 0,8 aus, damit es dann aber eben in mehreren Schritten über einen längeren Zeitraum auch von 1000 auf 200 runtergeht. Also abgesehen von der Kritik an den 200 war auch unsere Darstellung von R gleich 0,2 vielleicht ein bisschen kurz. Da haben einige sich daran gestört, dass wir das nicht präzise genug gemacht haben. Also die Frage ist, geht das Ganze gut? Und die ehrliche Antwort ist natürlich, wissen wir nicht, weiß niemand so wirklich. Das ist einfach ein Try and Error. Eigentlich ist das so ein bisschen dieser Dance, über den man immer so gesprochen hat. Weißt du, wir haben den Hammer jetzt gehabt, das ging einigermaßen steil bergab und jetzt haben wir den Dance. Jetzt gibt es eine Öffnung und es gibt so Lala-Maßnahmen, um zu gucken, was machen wir eigentlich, wenn die Kurve wieder nach oben geht. Klar ist jetzt eigentlich nur, dass wir alle den größten Einfluss darauf haben, ob es eine zweite Welle gibt oder nicht. Ob wir uns an diese Maßnahmen, die jetzt in unserer eigenen Verantwortung liegen, halt Masken, Abstand, Hygiene, Hände waschen. Und angesichts dieser anekdotischen Alltagserlebnisse, die ich so erlebe, und die man so auf Twitter liest und so in den Medien mitbekommt, ist da ein bisschen Skepsis angebracht, muss ich ehrlich sagen. Also ÖPNV tragen längst nicht alle Masken im öffentlichen Personennahverkehr. In den Läden tragen auch nicht alle Masken. Und am meisten macht mir eigentlich die Situation in den Schulen, gibt mir zu denken. Da muss ich ehrlich sagen, da verstehe ich so ein bisschen die Welt nicht mehr. Also ganz kurz, um das einzuordnen. Ja. Also bevor wir zur Kritik kommen. Ja. Der Grund, weswegen es die Forderung gab, die Schulen wieder zu öffnen, oder die Gründe waren natürlich vielfältig. Zum einen ging es darum, dass viele Eltern gesagt haben, wir schaffen das einfach nicht mehr mit dem Homeschooling. Die Belastung, die Doppelbelastung durch Homeoffice, Beruf und Kinder ist einfach zu groß. Das war ein ganz starkes Argument zu sagen, wir brauchen wieder mehr Betreuung in den Schulen. Das zweite Argument ist soziale Ungerechtigkeit. Ne? Also Eltern, die Kapazitäten haben, die vielleicht selber einen Bildungshintergrund haben, können ihre Kinder natürlich viel besser unterstützen beim Bearbeiten von, keine Ahnung, irgendwelchen Aufgaben, die per E-Mail reinkommen, als dass Eltern können, die selber vielleicht einen eher bildungsfernen Hintergrund haben. Und das sind so die zwei wesentlichen Gründe, weswegen viele Menschen gesagt haben, also dass wir müssen diese Schulen wieder aufmachen, sonst wird es einfach ungerecht und sonst sind die Eltern überlastet. So, Philipp, und wenn man das jetzt mal als Hintergrund nimmt, warum würdest du denken, was da jetzt in den Schulen passiert, das ist nicht so gut? Ich habe da keine wissenschaftlichen Untersuchungen zu. Ich kann das nur aus eigener Erfahrung und Bekanntenkreis berichten, dass mein Sohn jetzt für eine Stunde in die Schule fährt. Für zwei Stunden mal maximal in die Schule fährt. Da fährt er dann dreiviertel Stunde, 30 Minuten hin, 40 Minuten, ist dann eine Stunde da. Einige Lehrer kommen für nur eine Pausenaufsicht aus Brandenburg angefahren. Und dann gibt es halt diese ganzen Hygieneregeln.
Hygieneregeln. Klar gibt es die in der Schule, aber da gibt es dann ein Desinfektionsgerät pro Haus. Und da weiß dann aber auch nie jemand, wo das ist. Es gibt irgendwie einen Eingang, wo es hochgeht und einen Ausgang, wo sie wieder rausgehen sollen. Aber ans Händewaschen hält sich dann niemand, weil die Kinder dazu nicht angehalten werden von den Lehrern und Lehrerinnen. Plus, dass es einfach ein total ineffektiver Unterricht ist. Die kommen da hin, sind eine Stunde da, da sind dann auch nur 8, 9 Schüler in der Klasse, weil sie natürlich alle versetzt unterrichtet werden. Der Eindruck, was ich von Eltern und Schülern gespiegelt bekomme, ist, dass es total ineffektiv. Gemessen an dem, was wir gerade so gesagt haben, ja, was die Gründe waren. Und plus, dass es halt gleichzeitig enormes Risiko ist. Ja. Ja, die fahren alle durch die Stadt, die müssen da alle hin, die treffen sich da alle, die Lehrer, Lehrerinnen sind da, ist natürlich ein enormer Kontakt. Trotzdem, niemand hält da, sagt mein Sohn, niemand hält da den Sicherheitsabstand ein von diesen Schülern. Das geht zum Teil gar nicht. Ja. Da ist das Ansteckungsrisiko, glaube ich, nach allem gesunden Menschenverstand schon deutlich erhöht. Wobei das noch nicht mal einen Mehrwert bringt. Und das ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Also ich habe darüber auch mal mit einer Lehrerin aus Nordrhein-Westfalen ausführlicher telefoniert, die mir das auch nochmal geschildert hat, was das da für ein Chaos ist. Also jeden Tag, das eine Problem ist wohl, dass jedenfalls in Nordrhein-Westfalen jeden Tag andere Maßgaben aus dem Ministerium kommen. Mal heißt es so, mal heißt es so. Dann hat die Schule das gerade umgesetzt, hat sich gerade eingeschossen auf die erste Anweisung des Ministeriums. Dann heißt es aber jetzt wieder Kommando zurück, alles anders. Also da ist die Weisungslage chaotisch, so schildert sie das. Wir können das nicht im Einzelnen recherchieren. Ja? Also ich gebe das nur mal so wieder, wie sie das geschildert hat. Aber dann schildert sie das, diese Ineffizienz des Ganzen genauso wie du, Philipp. Die Eltern werden quasi nicht entlastet, weil die Kinder ja nur 1, 2, 3 Stunden weg sind. Das heißt also, der Entlastungseffekt ist minimal, aber das Infektionsrisiko ist hoch. Und es bringt insbesondere auch sehr, sehr wenig aus der pädagogischen Perspektive. Ne? Also was will man in 1, 2, 3 Stündchen, da in Nordrhein-Westfalen ist es jetzt irgendwie wohl so, dass es eine Stunde Mathe gibt, eine Stunde Deutsch und eine Stunde Englisch. Und das war's. Ne? Also da würde ich mal denken, da ist der pädagogische Mehrwert auch jedenfalls überschaubar im Verhältnis zu dem Infektionsrisiko. Und da scheint mir doch, das scheint mir ein klassisches Beispiel zu sein für den politischen Aktionismus, den wir jetzt gerade nicht brauchen. Ne? Da wird pro forma, wird die Schule wieder aufgemacht. Auf der anderen Seite hat man aber natürlich berechtigterweise Angst vor Infektionen. Und dann macht man irgendwie so ein Kompromissprogramm, das unterm Strich nur die Nachteile aller Seiten kombiniert. Also das scheint mir nicht die Lösung zu sein. Zumal, und das ist umso ärgerlicher, als dass, wir haben das in der letzten Lage schon geschildert, es ja Modelle gäbe. Wenn man jetzt beispielsweise in Berlin oder für diese eine Schule einen Klassenraum hätte wie Big Blue Button, wo jeder Klassenraum gespiegelt ist und es einen ganz normalen Stundenplan gibt und alle Schüler und Schülerinnen sich halt morgens um 9 da einloggen und in diesem Klassenraum Unterricht bekommen, dann soll das gehen. Und wenn die Kinder, die entweder keinen Computer zu Hause haben oder nicht genug Konzentration aufbringen können, um da alle lerne diszipliniert 6 Stunden vor dem Ding zu sitzen, die können dann ja in die Schule gehen. Die können ja dann vor Ort zu 6, zu 7 in dem Schulraum sitzen und diesen Unterricht machen, ja, während die anderen von zu Hause beschult werden. Also ist natürlich jetzt auch pädagogisch vielleicht nicht so ganz einfach, wenn du dann da quasi so eine, ich sag jetzt mal, eine Gruppe der ökonomisch Minderprivilegierten in der Schule hast. Du hast ja so viele Lehrer, die über sind. Also ich finde, wir sollten jetzt nicht hier vom grünen Tisch, wo wir nun wahrlich keine Experten sind fürs Bildungswesen, mal eben sagen, so kann man es machen. Das finde ich problematisch. Ich finde, oder aber ich sehe, so funktioniert es ja in anderen Bereichen, ne? Ja, wenn wir davon mehr Ahnung haben. Also ich finde, ehrlich gesagt, ich finde, jedenfalls kann man sagen, so wie es jetzt gemacht wird, klingt es nicht so wahnsinnig plausibel. Und die Belastung für die Lehrkräfte ist enorm. Also das höre ich wiederum von ganz vielen Menschen, die im Schuldienst tätig sind in meinem Umfeld. Die wundern sich zum einen über die extrem unfreundlich autoritäre Kommunikationslinie, wo also keine E-Mail des Schulamts, keine E-Mail des Ministeriums vermissen lässt, den mehrfachen Hinweis auf Dienstpflichten und Warnungen vor Disziplinarstrafen und so. Das heißt also, die schwingen die Peitsche und das, obwohl die Menschen, die in den Schulen arbeiten, auch heute schon extrem belastet sind. Also das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Also unter dem Aspekt Mitarbeiterführung gruselig. Und die Belastung für die Lehrkräfte sind enorm hoch, die gesundheitlichen Risiken sind hoch, ohne dass wir da groß pädagogische Effekte erzielen werden und ohne dass wir die Eltern entlasten. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich bedenklich. Wir haben über die technischen Probleme in den Schulen schon gesprochen und jetzt kommt da noch aus meiner Sicht jedenfalls ein erhebliches Missmanagement dazu. Wir haben in dieser Woche das Bundesverfassungsgericht im Visier mal wieder. Das hat nämlich ein doch sehr interessantes und sehr weitreichendes und sehr umstrittenes Urteil gesprochen. Und das hat sowohl ökonomische als auch juristische als auch europapolitische Seiten. Und die werden wir jetzt mal, wie das so hier Art des Hauses ist, etwas abschichten. Zunächst muss man mal erklären, worum es eigentlich konkret geht. Also es geht
um ein Urteil zum Anleihenkaufprogramm der Europäischen Zentralbank. Das klingt doch schon mal so richtig prickelnd. Richtig juicy. Ja. Ja, und wenn man dann noch die englische Abkürzung einführt, wird es noch viel schöner. Anlass für diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist das Public Sector Purchase Program, PSPP. Ja, das heißt aber, im Kern haben wir das auch schon verschiedentlich angesprochen hier in der Lage, dass die Europäische Zentralbank nämlich Staatsanleihen der Mitgliedstaaten oder insbesondere aus dem Euroraum aufkaufen kann. Philipp, was hat es damit im Einzelnen auf sich? Also die EZB hat bis 2018 für über 2 Billionen Euro Anleihen europäischer Krisenstaaten. Das sind 2000 Milliarden Euro. Ja, da geht es um richtig Geld. Erhebliche Summen, Steuergeld. Und de facto heißt das, die Europäische Zentralbank hat diesen Krisenstaaten 2 Billionen Euro Steuergeld als riesige Kredite gewährt. Warum Steuergeld? Die EZB druckt das Geld, die muss doch keine Steuern einnehmen. Das stimmt auch wieder. Also das ist, glaube ich, nicht Steuergeld. Die hat einfach, ich glaube, das ist nämlich der eigentliche Punkt, das muss man dazu sagen. Die EZB hat quasi mit neuem Geld, das sie ausgegeben hat, diese Anleihen, das ist nämlich der eigentliche Witz, dass die Sorge ist, dass die EZB durch dieses Anleihenkaufprogramm immer mehr Geld in den Markt bringt und damit der Euro entwertet wird. Das ist, glaube ich, die Kritik da. Oder eine der Kritikpunkte. Das Ziel von der EZB ist ja im Prinzip als Institution, die sollen die Währung stabil halten. Das ist sozusagen die Daseinsidee von der Europäischen Zentralbank, und das haben die halt 2003 so definiert, so nach dem Motto, wir halten die Preise stabil, wenn die Inflation knapp unter 2% bleibt. So, das ist so die Definition. Und die haben halt in dieser Wirtschafts- und Finanzkrise irgendwie gesehen, da ist Gefahr im Verzug für dieses Ziel, und haben halt gesagt, okay, um diese Inflation wieder in den Griff zu kriegen, eröffnen wir eben dieses Programm für den Ankauf von Staatsanleihen. Staatsanleihen sind ja Papiere, die Staaten ausgeben, um Geld zu kriegen, um sich zu finanzieren. Das sind sozusagen Aufrufe, ihnen Kredite zu gewähren. Und wenn Italien eine Staatsanleihe ausgibt, eine 10-jährige, und die will niemand haben, dann muss Italien halt sehr viel Zinsen zahlen, damit das noch jemand nimmt. Genau, warum ist das so? Naja, die Zinsen sind ja quasi der Preis, den Italien oder die Prämie, die Italien dafür bezahlt, dass die Menschen Italien Geld leisten. Also Italien ist nur ein Beispiel. Ja. Das haben natürlich Griechenland, Portugal, alle möglichen anderen auch gemacht. Aber jedenfalls, die Zinsen sind quasi die Prämie, die der Kreditnehmer dafür bezahlt, dass ihm ein Darlehen gewährt wird. Und diese Prämie hängt maßgeblich vom Risiko ab. Und solange also die Finanzmärkte sich Sorgen gemacht haben, dass Italien möglicherweise bankrott gehen könnte, im Falle Griechenland war es noch krasser, sind natürlich diese Zinsen als Risikoprämie, als schlimmstenfalls Ausfallprämien nach oben gegangen. Und die Idee war ganz einfach, dass die Europäische Zentralbank durch dieses Ankaufprogramm quasi mehr Nachfrage schaffen kann auf dem Markt für Anleihen und auf diese Art und Weise den Preis für Anleihen irgendwie so nach oben zieht und damit die Zinsen drückt. Das war so die Idee, was passieren sollte. Genau, das war die Idee. Hat das geklappt? Um eben damit, Peter Bofinger, Wirtschaftsforscher, saß auch mal im Sachverständigenrat für Wirtschaftsfragen der Bundesregierung, also ein renommierter Mann, schreibt, Wirtschaft des Euroraums in der Phase 2015 bis 2019 hat sich sehr positiv entwickelt, unter anderem eben auch durch dieses Programm der EZB, dass sie die Zinsen runtergekriegt haben, und auch die Staatsanleihen, die sind dann immer auch so ein bisschen die 10-jährigen Staatsanleihen, die Zinsen für die 10-jährigen Staatsanleihen sind auch immer so ein bisschen Leitzins für andere Art von Kredite, also Verbraucherkredite, Hypothekenkredite und so. Und die Idee war halt, die Zinsen insgesamt runterzukriegen, damit mehr Kredite vergeben werden und damit das Wachstum angekurbelt wird. Und das scheint laut Bofinger und anderer Ökonomen auch einigermaßen geklappt zu haben. Die Frage ist jetzt, was kritisiert das Gericht daran? Ja, genau. Das Bundesverfassungsgericht macht sich Sorgen auf verschiedenen Ebenen. Und es ist auch etwas schwer, dieser Entscheidung wirklich zu entnehmen, was jetzt die eigentliche Stoßrichtung ist. Also vordergründig kritisieren sie nicht, dass es überhaupt sowas wie ein PSPP, Public Service Purchase Program, gibt. Sie sagen, das ist im Prinzip möglich, aber sie stören sich daran, dass dieses Ankaufprogramm nicht hinreichend detailliert begründet worden ist. Und sie machen dieses Begründungserfordernis, also die Tatsache, dass sie glauben, es hätte genauer begründet werden müssen, machen sie daran fest, dass es sich um sehr weitreichende ökonomische Eingriffe handele und dass insbesondere es auch zu wirtschaftlichen Nebenwirkungen dieses Ankaufsprogramms für Bürgerinnen und Bürger kommen könne. Genau, sie werfen der Bank vor, dass sie das nicht abgewogen hat, und sie unterstellen dabei in ihrer Urteilsbegründung auch eine ganze Menge von wirtschaftlichen Nebenwirkungen, dass die Zinsen runter
runtergegangen sind, dass angeblich so die Sparguthaben der Leute vernichtet werden, dass so Zombie-Unternehmen am Leben erhalten werden, weil sie eben so billig Kredite bekommen können und dass Banken zum Beispiel profitieren, sei auch eine schlechte Nebenwirkung. Und Ökonomen, das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht so zusammenfassen, Ökonomen raufen sich in ihrer Mehrheit die Haare über dieses Urteil. Das hagelt Kritik, also wenn man sich da mal bei Twitter umschaut und auf den verschiedenen Blogs, makronomen.de hat Peter Bofinger was zugeschrieben, haben wir verlinkt. Also da herrscht allgemeine Fassungslosigkeit über das ökonomische Verständnis und die Erwägung, die das Gericht angestellt hat. Also Peter Bofinger, VWLer, Prof an der Uni Würzburg, hat das in seinem Beitrag, glaube ich, exemplarisch schon mal ein bisschen auseinandergenommen. Er sagt, Zombie-Unternehmen, die am Leben bleiben, weil die Zinsen so niedrig sind, dafür gäbe es keine Nachweise. Das sei eine steile These, aber durch nichts zu belegen. Er sagt, das Gericht fordert, dass die EZB die Wirkung ihrer Handlungen dezidiert und sehr feingliedrig prüft. Und da fragt Bofinger, soll denn jetzt und andere Ökonomen, soll denn die EZB jetzt wirklich die Auswirkungen ihrer Programme auf die Mieten in Nordportugal überprüfen oder in Berlin? Also er sagt, das ist viel zu kleinteilig und hat mit der Praxis überhaupt nichts zu tun. Und dann auch der zentrale Vorwurf und das zentrale Unverständnis herrscht über diesen Vorwurf, die Bank habe keine Güterabwägung, keine Abwägung der Verhältnismäßigkeit getroffen, also Anleiheprogramm hier, Nebenwirkung da, was ist denn jetzt besser? Alle sagen, die Webseite der EZB sei voll von solchen Abwägungen und die alle fragen sich, ob das Gericht denn da nicht mal einen Blick reingeworfen hätte. Und Bofinger zitiert das Gericht auch mit der Aussage, die wirtschaftliche Situation der Banken habe sich verbessert und ihre Bonität erhöht. Und er fragt, wieso soll das ein Problem sein? Also zusammenfassend kann man sagen, die Vorwürfe der Ökonomen an das Bundesverfassungsgericht sind, dass sie die fundamentalen Zusammenhänge nicht verstanden haben, dass die Richter sich das nicht genau angesehen haben, was die EZB wirklich gemacht hat und was ihre Überlegungen waren und dass sie die Zusammenhänge dieser Nebenwirkungen überhaupt nicht verstanden. Also das ist jetzt zunächst mal eine rein, wenn man so will, ökonomische Kritik an dieser Entscheidung. Wie gesagt, die Position des Bundesverfassungsgerichts ist, was die EZB da macht, ist ökonomisch sehr gravierend, deswegen muss man es genau begründen. Und da wiederum ist die Kritik von vielen VWLern, es gibt natürlich auch andere Stimmen, aber viele VWLer sagen, das ist im Grunde naiv, was das Bundesverfassungsgericht da macht, das ist VWL aus den 60er, 70er Jahren. Und das passt überhaupt nicht mehr zu unserer heutigen finanzökonomischen Lebensrealität. Das ist aber zunächst mal die ökonomische Perspektive. Und das Ganze ist natürlich jetzt nochmal eingebettet in zwei weitere, wie soll ich sagen, wenn man so will, fast Schalen einer Zwiebel oder Hüllen einer oder Schichten einer Zwiebel. Die nächste Schicht jenseits dieser ökonomischen Perspektive ist die deutsche verfassungsrechtliche Perspektive. Man kann sich ja zunächst mal die Frage stellen, was hat die Europäische Zentralbank eigentlich zu tun mit dem Bundesverfassungsgericht? Und da muss man tatsächlich mehrmals um die Ecke denken, bis man das versteht. Denn formal ging es hier zunächst mal um eine Verfassungsbeschwerde von einigen Beschwerdeführern gegen Bundesregierung und Bundesrat. Und wie gesagt, da muss man um die Ecke denken, um den Zusammenhang zu sehen. Und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt entschieden, ja, die Beschwerdeführer wurden in ihren Rechten verletzt, weil Bundesregierung und Bundesrat die Europäische Zentralbank nicht genug kontrolliert haben. Also weil sie ihre Einflussmöglichkeiten, insbesondere auf europäischer Ebene, nicht genügend genutzt haben, um auf die EZB einzuwirken und mit dem Ziel, dass die EZB ihre Entscheidung in diesem Anlagenkaufprogramm besser begründet. Da muss man sagen, das ist schon ein ganz interessanter Hebel. In der Sache aber ging es in der Entscheidung tatsächlich um diese ökonomischen Fragen und die Begründung der Entscheidung. Was hat das Bundesverfassungsgericht da jetzt genau gesagt? Also das Bundesverfassungsgericht sagt nicht, dass dieses Ankaufprogramm generell nicht zulässig wäre, aber es ist eben nicht zulässig, ohne eine ausführliche Begründung. Also die EZB hat jetzt eben keine Prüfung oder habe keine Prüfung der Verhältnismäßigkeit geliefert. So eine Prüfung sei aber erforderlich. So, Folge davon ist, EZB muss diese Verhältnismäßigkeitsprüfung nachliefern, muss also erklären, ökonomische Nebenwirkungen einbeziehen. Wo, wie gesagt, Ökonomen sich fragen, ist das überhaupt valide? Aber das Bundesverfassungsgericht sagt, das muss jetzt laufen. Nun kann man sich wiederum die Frage stellen, wieso kann das Bundesverfassungsgericht der EZB direkt eigentlich irgendwas sagen? Da gilt wieder dieses dreimal um die Ecke, wie wir es oben schon geschildert haben. Der Hebel dafür ist, entweder liefert die EZB jetzt quasi freiwillig etwas an dieser Stelle,
Ja, das soll die EZB jetzt machen, wenn es nach dem Bundesverfassungsgericht geht. Wenn die EZB das nicht tut, dann darf die Bundesbank bei diesem Ankaufprogramm der EZB nicht mehr mitmachen. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht schnappt sich einen weiteren Akteur, der jetzt zunächst mal mit dem ganzen Verfahren gar nichts zu tun hat, und verbietet dem, bei diesem Ankaufprogramm mitzumachen, sofern nicht die EZB von 3 Monaten da quasi eine bessere Begründung nachliefert, obwohl das Bundesverfassungsgericht der EZB eigentlich überhaupt nichts zu sagen hat. Das heißt, das klingt schon von der ganzen, wie soll ich sagen, verfahrensrechtlichen Konstruktion, klingt das alles schon relativ, sagen wir mal, kreativ. Jetzt die Frage, was wird jetzt passieren? Und das vordergründig. Vordergründig, ne? Also das ist auf der einen Seite relativ einfach. Die EZB kann relativ leicht diese Prüfung der Verhältnismäßigkeit machen und auch liefern. Und dann kann die Bundesbank da auch weiterhin mitmachen. Also daran wird sich erstmal fundamental nichts ändern. Genau, da wird sich nichts dran ändern. Und man kann jetzt zum Beispiel die Hoffnung haben, dass die EZB quasi lernen wird für die Zukunft. Naja, im Zweifel, wenn sie jetzt konfliktvermeidend handeln will, dann wird sie einfach in Zukunft eine umfangreichere Begründung liefern. Die Frage ist allerdings, das kann man wiederum sehr differenziert sehen, ob die EZB dadurch auch tatsächlich besser wird im Sinne ihrer effektiven Einwirkung auf die Finanzmärkte. Also jedenfalls wird sie wohl ein klein wenig transparenter werden, wobei andere sagen, die haben auf ihrer Homepage jetzt schon sehr viel veröffentlicht. Sie wird sich auf jeden Fall dann mehr erklären müssen, wenn sie sich an die Vorgaben aus Karlsruhe hält. Dadurch wird sie zugleich aber auch politischer, weil sie mehr Argumente nennen muss, weil sie mehr Positionen beziehen muss, und zugleich unterliegt sie dann möglicherweise auch noch einer stärkeren juristischen Kontrolle. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Ne? Also die EZB, das ist ja nicht irgendeine Institution. Das ist ja eine wirklich explizit unabhängige Institution in Europa. Ganz genau. Und die soll ganz bewusst und explizit ohne politischen Einfluss operieren. Ja, und auch ohne juristische Kontrolle. Eigentlich. Also die Idee ist ja ursprünglich mal, dass die EZB nach dem Erfolgsmodell der Bundesbank gebaut worden ist. Die Bundesbank hat die D-Mark stark gehalten, gerade weil sie nicht politisch kontrolliert werden konnte und weil man auch nicht einfach die Bundesbank verklagen konnte, die Zinsen rauf oder runter zu setzen. Genau. Ja? Und genau das, was bei der Bundesbank jahrzehntelang nicht ging und was wir alle als Erfolgsmodell gesehen haben und was wir quasi als Vorlage genommen haben für die Konstruktion der EZB, genau das kippt das Bundesverfassungsgericht jetzt um, indem sie sagen, nee, die EZB, mag ja sein, dass sie unabhängig ist, aber die sollen jetzt bitteschön quasi wie ein behördlicher Verwaltungsakt ihre Ankaufprogramme begründen. Sie sollen begründen, und ich meine, ich weiß ja nicht auch, was das für einen Effekt hat. Also Mario Draghi hat ja damals solche Ankaufprogramme begründet mit, wir machen das, um den Euro zu retten, whatever it takes. Und hat halt sehr viel Geld ausgegeben und hat damit auch nach Meinung, glaube ich, Konsens unter den Ökonomen den Euro durchaus gerettet. Die Frage, weil nämlich klar war, die haben auf jeden Fall den festen Willen, den Euro zu retten, whatever it takes. Und die ziehen das durch und haben die Macht. Und deswegen lohnen sich Spekulationen gegen den Euro nicht. Das waren ja Spekulationen am Finanzmarkt mit der Überlegung, na, vielleicht crasht der Euro, und da hatten Leute drauf gesetzt. Und als dann Mario Draghi kam und sagte, ihr könnt so viel spekulieren, wie ihr wollt, wir ziehen das hier durch, da war diesen Spekulationen letztlich der Boden entzogen. Und die Frage ist halt, wenn jetzt ein so bedeutendes Verfassungsgericht in der Europäischen Union wie das deutsche Verfassungsgericht da so eine Art politischen Einfluss fordert und juristische Kontrolle fordert, ob die Bank noch weiterhin so mutig operieren würde. Und der operieren kann und so schnell. Ja. Und eins muss man auch noch dazu sagen, das ist ja auch immer noch so eine Debatte, als Preis für diese große Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank wird von ihr so eine Art Begrenzung auf, wie das immer so heißt, Geldpolitik verlangt. Also, dass sie alleine dafür sorgt, dass der Euro stabil ist, dass sie so ein bisschen gucken, dass die Inflation im Rahmen bleibt, dass es auch keine Deflation gibt, dass sie ein bisschen die Geldmenge kontrollieren und dass sie eben keine, wie das immer so heißt, Fiskalpolitik machen. Also, dass sie nicht irgendwie Geld in den Markt pumpen, beispielsweise um mit politischen Zielen, also dass sie Kredite aufnehmen, um Infrastruktur zu bauen oder Krankenhäuser zu bauen oder so, also, dass sie so Haushaltspolitik machen. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, das lässt sich natürlich nicht immer trennen. Also wenn die EZB Geldpolitik macht und zum Beispiel, wie sie es jetzt getan hat, dafür sorgt, dass die Zinsen relativ niedrig sind, dann erleichtert das natürlich auch den Staaten, Kredite aufzunehmen, um damit zum Beispiel Straßen zu bauen. Mhm. Das lässt sich also nicht völlig entkoppeln, und das ist immer ein Kritikpunkt an der EZB gewesen und ist ja auch eine Debatte, dass sie eben mehr machen als nur Geldpolitik, sondern auch diese Fiskalpolitik. Aber da sagt das Bundesverfassungsgericht, das ist schon in Ordnung, wie sie das so machen. Das lässt sich nicht hundertprozentig trennen, und das kritisiert das Gericht nicht. Und das muss man ja auch noch dazu sagen, sie setzen sich ja über einen
Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Ja gut, da kommen wir später zu, Philipp. Zunächst mal ist also zu sagen, es ist eine sehr interessante Perspektive des Bundesverfassungsgerichts auf die EZB. Ökonomen haben da ihre Bedenken und man kann aber auch, wie soll ich sagen, politisch und juristisch da Bedenken haben, ob das überhaupt ein Modell ist für die Europäische Zentralbank, dass das wirklich zukunftsfähig ist und das den Euro zum Beispiel retten könnte oder dass die großen Herausforderungen auch zur Stabilisierung der Wirtschaft, die jetzt auf uns zukommen infolge der Corona-Krise, ob das da die richtige Grundlage. Größte Wirtschaftskrise ever, die uns wahrscheinlich. Muss man sich überlegen, ne? Größte Wirtschaftskrise ever. Andere Ökonomen warnen davor, dass im Zuge des Klimawandels noch weitere Wirtschaftskrisen auf uns zukommen. Das heißt also, das, was Ökonomen so schön Deficit Spending nennen, also Geld ausgeben, das letztlich aus Krediten stammt, um die Wirtschaft zu stützen oder um Infrastrukturinvestitionen zu tätigen, das wird in Zukunft im Zweifel immer wichtiger werden. Und ob das in vor diesem Hintergrund eine kluge Idee ist, die EZB so an die Leine zu legen, wie das das Bundesverfassungsgericht offenbar intendiert. Da kann man jedenfalls sehr geteilter Meinung sein. Aber Philipp, du hast es gerade schon angedeutet. Im Hintergrund gibt es noch eine weitere Problemebene, die vielleicht ebenso gravierend ist wie die ökonomische. Da geht es nämlich um die Frage der europäischen Integration und das ist eine europarechtliche Perspektive auf diese Entscheidung. Das ist ein bisschen komplizierter, aber wir müssen das einmal ausführlich erläutern, weil man sonst, glaube ich, nicht versteht, warum das so ein Paukenschlag ist und warum diese Entscheidung aus Karlsruhe so kontrovers diskutiert wird und vielleicht auch wirklich gefährlich ist. Der Hintergrund ist nämlich die sogenannte Integrationskontrolle durch das Bundesverfassungsgericht. Also das Bundesverfassungsgericht hat seit vielen, vielen Jahren sich immer wieder Mühe gegeben, Handlungen der europäischen Ebene auch irgendwie am Maßstab des deutschen Grundgesetzes zu prüfen. Das ist eigentlich ein großes Problem, denn das Bundesverfassungsgericht kann zunächst mal nur über die Handlungen deutscher Hoheitsträger befinden, denn Prüfungsmaßstab des Bundesverfassungsgerichts ist ja nur das Grundgesetz und daran ist nur die deutsche Staatlichkeit gebunden. Das zwar auf allen Ebenen, aber eben auch nur die deutsche Staatlichkeit. Hier ging es aber der Sache nach, wir haben es schon gesagt, um die Europäische Zentralbank. An die kommt das Bundesverfassungsgericht nicht ran, ja, denn die EZB ist als solche gerade nicht an Grundrechte gebunden. Und da hat das Bundesverfassungsgericht jetzt in den letzten Jahrzehnten ganz unterschiedliche Hebel gefunden. Also zunächst mal hat sich das Bundesverfassungsgericht Sorgen gemacht, wie es Grundrechte schützen kann. Ja, da hat es sich Sorgen gemacht, dass die europäische Ebene vielleicht Grundrechte nicht genauso effizient schützen würde wie die deutsche, wie die deutsche Staatlichkeit. Da gab es eine Serie von Entscheidungen, die so auf das Stichwort so lange hören, so lange eins, so lange zwei. Und das, da muss man dann sagen, das ist jetzt heute einfach nicht mehr ganz so aktuell. Vermutlich vor allem deswegen, weil sich auf der europäischen Ebene inzwischen ein relativ effizienter Grundrechtsschutz etabliert hat. Und seit den frühen 90er Jahren hat das Bundesverfassungsgericht dann quasi einen zweiten Zugang gefunden, um europäische Entscheidungen irgendwie noch am Maßstab des Grundgesetzes zu messen. Und das ist das Demokratieprinzip. Also eigentlich gibt es in Artikel 38 unseres Grundgesetzes das Demokratieprinzip. Und das bedeutet, dass eben die deutsche Staatlichkeit aus demokratischen Wahlen abgeleitet sein muss. Und zunächst mal könnte man auf den Gedanken kommen, dass das im Prinzip so eine Art Regelung ist, wie das deutsche Staatswesen zu organisieren ist. Das Bundesverfassungsgericht hat das aber dann subjektiviert, wie die Juristen sagen. Also das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nee, das ist nicht nur eine Spielregel, wie der Staat zu funktionieren hat, sondern es ist auch ein Recht, auf das sich einzelne Bürgerinnen und Bürger berufen können, jedenfalls im Kontext der europäischen Integration, um zu prüfen, ob Entscheidungen in Europa tatsächlich noch auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und die Brücke, wie man jetzt von Deutschland, vom Demokratieprinzip und vom Grundgesetz nach Europa kommt, sind die europäischen Verträge. Ja, Europa ist ja quasi nicht vom Himmel gefallen, sondern die Europäische Union ist geschaffen worden durch eine Vielzahl von Verträgen zwischen den europäischen Mitgliedstaaten. Und diese Verträge sind jeweils in den Mitgliedstaaten in einem demokratischen Verfahren beschlossen worden. In Deutschland vom Bundestag und Bundesrat. Das geht im Prinzip nach dem Verfahren von Artikel 23 des Grundgesetzes. Und die Grundidee, das ist jetzt sehr vereinfacht, aber damit man das quasi so mündlich darstellen kann, mache ich das mal so ein bisschen schlank. Die Grundidee ist jetzt, dass der Bundestag und Bundesrat als Vertreter des deutschen Volkes, der Europäischen Union, quasi ein begrenztes Mandat gegeben haben. Also nur das, was in den Verträgen steht und nur das, was Bundestag und Bundesrat quasi abgenickt haben, nur das darf die Europäische Union tun. Und wenn die Europäische Union etwas tut, was sich nicht mehr im Rahmen dieser Verträge hält, dann verstößt das aus deutscher Perspektive gegen das Demokratieprinzip, weil es dann eben nicht mehr über die demokratische Entscheidung von Bundestag und Bundesrat abgebildet worden ist. Grundsätzlich mal muss der
Europäische Gerichtshof entscheiden, was in Europa Recht und Gesetz ist. Ja, also grundsätzlich hat das Bundesverfassungsgericht da nicht mitzureden, aber wenn die Grenzen der europäischen Verträge überschritten werden, wenn also quasi die europäische... Aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts, und das ist das große Problem, ne? Wenn aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts die Grenzen der europäischen Verträge überschritten werden, dann ist das eine sogenannte Ultra Vires Entscheidung, also eine Entscheidung, die hinausgeht über die Machtbefugnisse der europäischen Instanzen, und das wiederum nimmt sich das Bundesverfassungsgericht raus zu prüfen. Und das muss man sich überlegen. Ne? Das ist wirklich ein sehr weitgehendes Eingriffsrecht. Normalerweise. Also nur nochmal: Der Bundestag und Bundesrat haben diesen Verträgen zugestimmt. Deswegen sind die Verträge, auf denen die EU fußt, demokratisch legitimiert aus den Augen des Bundesverfassungsgerichts. Wenn sich eine europäische Institution wie die EZB zum Beispiel oder der Europäische Gerichtshof irgendwie verhält und dabei nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts den Boden dieser Verträge verletzt, dann fühlt sich das Bundesverfassungsgericht zuständig, über das Handeln dieser europäischen Institution, für die das Bundesverfassungsgericht eigentlich nicht zuständig ist, zu urteilen. Genau, und das ist die Konstruktion. So, und jetzt kommen wir zum Europäischen Gerichtshof. Genau, denn das ist nämlich der Witz, das Bundesverfassungsgericht ist jetzt quasi nicht das erste Gericht, das sich Gedanken macht über PSPP, über dieses Anleihenkaufprogramm, sondern der Europäische Gerichtshof hat vor zwei, drei Jahren schon eine Entscheidung getroffen zu diesem Anleihenkaufprogramm, und der Europäische Gerichtshof hatte keine Bedenken. Sagt Daumen hoch. Und normalerweise wäre die Geschichte damit durch, denn es gilt eben ein sogenannter Anwendungsvorrang des Europarechts. Das heißt also, wenn der Europäische Gerichtshof sagt, das Europarecht ist eine hinreichende Grundlage für dieses Anlagenkaufprogramm, dann würde das normalerweise nationales Recht brechen, und zwar auch, oder jedenfalls dem nationalen Recht vorgehen, und zwar selbst dem nationalen Verfassungsrecht. Also eigentlich ist eigentlich anerkannt, dass das Europarecht auch dem Grundgesetz vorgeht. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht aber nein, so einfach ist es nicht. Europarecht mag grundsätzlich vorgehen, aber das gilt immer nur im Rahmen dieses Demokratievorbehalts aus Artikel 38 des Grundgesetzes, solange es sich nicht um eine Ultra Vires entscheidet. Also ist es eigentlich so, dass das Bundesverfassungsgericht nicht nur Handlungen von Institutionen prüft, ob sie nach Meinung des Gerichts noch innerhalb der Verträge sind, sondern sie prüft auch, ob Rechtsakte und Urteile noch innerhalb dieser Verträge sind. Und die sagen jetzt, der Europäische Gerichtshof mag zwar gesagt haben, dieses Ankaufprogramm ist okay, aber wir sagen, damit verlässt der Europäische Gerichtshof den Boden dieser Verträge, und deswegen sagen wir, nein, für Deutschland gilt diese Entscheidung nicht. Ja, ganz genau. Und Sie sagen, letztlich der Europäische Gerichtshof hat eine so miserable Entscheidung getroffen. Das geht so schon in Richtung Willkür, in Richtung nicht mehr nachvollziehbar. Das ist also so quasi, als wenn man einem Jurastudierenden 0 Punkte unter seiner Klausur schreiben würde. Ja, so etwa muss man das einschätzen. Das Bundesverfassungsgericht sagt dem EuGH, eure Entscheidung ist grottenfalsch, nicht nur irgendwie nicht gut, sondern grottenfalsch, so falsch, dass ihr die Spielräume verlasst, die euch gegeben wurden durch die Verträge, auf denen die Europäische Union beruht. Damit ist für diese einzelne Entscheidung des EuGH quasi keine demokratische Legitimation aus deutscher Perspektive gegeben, weil die Idee ist quasi, das haben Bundestag und Bundesrat nicht gewollt, was ihr da entschieden habt. Das ist so die Idee. Und der Witz dabei ist eben, verfassungsrechtlich könnte man ja sagen, das ist jetzt erstmal nur objektives Recht, ja, da muss man sich vielleicht dran halten oder auch nicht. Das Problem ist aber, oder das Interessante, dass das Bundesverfassungsgericht nicht nur gesagt hat, das gilt, sondern es hat außerdem noch gesagt, dieses Demokratieprinzip gibt einzelnen Menschen in Deutschland die Möglichkeit, Verletzungen mit dem Mittel der Verfassungsbeschwerde anzugreifen. Also es gibt quasi ein subjektives Recht, ein individuell wahrnehmbares Recht, Verletzungen dieses Ultra-Vires-Prinzips anzugreifen. Oder eine Ultra-Vires-Akte anzugreifen. So, jetzt hat also das deutsche Bundesverfassungsgericht ein Urteil, was der Europäische Gerichtshof gefällt hat, mehr oder weniger in den Papierkorb geworfen. Genau. Ist in Deutschland nicht mehr anwendbar. Auf Beschwerde von einer Handvoll Leuten, die sich in ihr Demokratieprinzip verletzt fühlten, und auf Basis von ökonomischen Nebenwirkungen, die extrem umstritten sind, also deren negative Wirkung extrem umstritten ist und zum Teil komplett bestritten wird, und in der Anmahnung, ja, diese umstrittene Nebenwirkung, die hättet ihr besser prüfen müssen, und ob denn euer Handeln, diese Anleihen anzukaufen, dem gegenüber noch angemessen ist. Genau, aber da kommen wir jetzt ja wieder so. Genau, da kommen nur noch, um das mal zusammenzubinden. Ja. Und
Auch dieser Vorwurf hängt in der Luft, weil diese Prüfung offensichtlich, denke ich, stattgefunden hat, nachzulesen auf der Webseite der EZB. So jedenfalls Kritiker der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Das heißt also, da gibt es ganz viele Ebenen, auf denen diese Entscheidung, sagen wir mal, zumindest auf tönernen Füßen steht. So glaube ich, muss man deutlich sagen. Vor allem aber gibt es natürlich jetzt die ganz große Sorge, wenn das Bundesverfassungsgericht mit einer so dünnen Begründung hingeht und sagt, wir folgen dem Europäischen Gerichtshof nicht mehr, der hat eine so schlechte Entscheidung getroffen, dass die in Deutschland nicht mehr anwendbar ist, dann fragen sich natürlich jetzt viele KritikerInnen dieser Entscheidung, na, ist das denn nicht eine Steilvorlage für Viktor Orban in Ungarn oder für die polnische Regierung zu sagen, na, was der Europäische Gerichtshof macht, das wenden wir nicht an. Also, haben wir doch schon immer gesagt, das ist nichts drauf. Also das ist hier, keine Ahnung, Beleidigung des Polentums, Beleidigung von Großungarn, wenden wir nicht an. Wir sollen Flüchtlinge aufnehmen, sagt der EuGH. Machen wir nicht. Warum? Die Deutschen folgen dem auch nicht. Also man kann also schon sehen, das führt zu einer, das kann jedenfalls dazu führen, dass es noch eine ganze Welle geben könnte von Absetzbewegungen, von einem einheitlichen Europarecht, von der einheitlichen Anwendung des Europarechts. Das heißt also, da hat das Bundesverfassungsgericht auf jeden Fall einen Paukenschlag abgeliefert. Und darüber wollen wir uns jetzt unterhalten mit einer Expertin für Europarecht, und zwar mit Professor Dr. Anna-Katharina Mangold. Sie ist Professorin an der Professur für Europarecht an der Europa-Universität in Flensburg. Herzlich willkommen in der Lage der Nation, Professor Mangold. Vielen Dank für die Einladung. Vielleicht als erstes mal, wir haben es ja auch ausführlich eben besprochen, ist die Frage, wer hat denn jetzt eigentlich den Hut auf in Europa, wenn es um europäische Institutionen geht? Der EuGH oder das Bundesverfassungsgericht? Der Konflikt ist ein ganz alter, und es ist nicht nur das Bundesverfassungsgericht, was die Autorität des EuGH immer wieder herausfordert, sondern in einer Reihe von kleineren Fällen haben das auch schon andere mitgliedstaatliche Höchstgerichte gemacht. In Dänemark etwa, bereits 1978 gab es in Frankreich einen Fall, und in der Tschechischen Republik gab es auch eine verfassungsgerichtliche Entscheidung. Also wir haben das schon immer wieder. Und eigentlich seit der Maastricht-Entscheidung in der europarechtlichen Literatur wird das diskutiert als konstitutioneller Pluralismus, dass es eben unterschiedliche Vorstellungen darüber gibt, was die verfassungsrechtlichen Vorgaben sind in der EU. Und das hängt mit dem Prinzip des Vorrangs des Europarechts zusammen, was der EuGH in den 1960er Jahren entwickelt hat, was aber bis zum heutigen Tage auch nicht in den Verträgen drin steht. Was halten Sie denn von diesem Anwendungsvorrang des Europarechts? Ist das tatsächlich so ein wesentliches Element der europäischen Rechtseinheit, oder funktioniert es auch genauso gut, wenn nationale Gerichte jedenfalls für ihren jeweiligen Mitgliedstaat meinen, letztverbindliche Entscheidungen treffen zu können? Das Problem wäre natürlich, dass wenn jeder Mitgliedstaat, sei es durch die Gerichte, sei es durch die Behörden, entscheidet, ob sie Europarecht anwenden wollen, wir kein einheitliches Europarecht mehr hätten. Und das ist ja nun genau das, was das Unionsrecht unterscheidet von herkömmlichem Völkerrecht. Also völkerrechtliche Verträge, die sagen nichts darüber aus, wie sie im nationalen Kontext wirken. Das Europarecht erhebt diesen Anspruch. Es sagt, wir haben Vorrang, und zwar nicht nur vor einfachem nationalen Recht, sondern auch vor nationalem Verfassungsrecht. Aber was heißt denn jetzt für diese Debatte diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts? Wenn die Debatte doch schon ein bisschen älter ist, ja, wer hat jetzt Vorrang, Europarecht, EuGH oder die nationalen Verfassungsgerichte, welche Bedeutung hat das Urteil jetzt für diese Debatte? Das Bundesverfassungsgericht ist ein besonders wirkmächtiges und vielleicht eines der angesehensten Verfassungsgerichte weltweit überhaupt. Von daher hat es eine große Signalwirkung, was das Bundesverfassungsgericht jetzt entscheidet. Und man muss auch dazu sagen, dass es immer das Bundesverfassungsgericht war, was den EuGH genau in dieser Frage Vorrang des Unionsrechts auch vor nationalem Verfassungsrecht herausgefordert hat. Zunächst über die Grundrechtskontrolle in der Solange-Rechtsprechung und jetzt eben seit 1993, seit dem Maastricht-Urteil, auch in Fragen der Demokratie. Und das ist die Linie, wo wir jetzt sind. Das Bundesverfassungsgericht hat insbesondere seit 1993 eigentlich diese Konfliktlinie geschärft und hat jetzt zum ersten Mal diesen Kontrollanspruch scharf gestellt. Hat gesagt, wir finden, dass der EuGH das vollkommen falsch geurteilt hat. Deswegen folgen wir dem nicht.
Okay. Und welche Folgen hat diese Entscheidung jetzt für die EU insgesamt? Also gerade auch so mit Blick auf EU-skeptische Staaten wie Polen oder Ungarn, die ja ohnehin eher ein bisschen sich loslösen wollen und da glauben, ihr eigenes Rechtssystem Vorrang geben zu müssen. Welche Folgen hat das für die EU und solche Staaten? Ich denke, dass man jetzt natürlich schon sehen kann, dass es auch in den Medien ja schon aufgegriffen worden, dass insbesondere die PiS-Partei sich auf dieses Urteil gestützt hat, um die polnische Linie zu rechtfertigen. Gewissermaßen zu sagen, seht ihr, die Deutschen sehen das auch so, dass sie manche Sachen für ultra vires halten, also über die Kompetenzen hinausgehend. Und wir sehen das halt auch so und deswegen wollen wir keine Unabhängigkeit der Justiz mehr haben und machen hier unseren eigenen Stiefel. Also es gibt ja ohnehin bereits massive zentrifugale Tendenzen in der EU, die jetzt durch dieses Urteil stark zunehmen werden, die dadurch gefördert werden. Denn Deutschland war immer auch als Gründungsstaat der EWG ein wichtiger Player, der für Integration stand. Und wenn jetzt das Bundesverfassungsgericht, der zweite Senat, hier so ein Signal setzt, nee, das machen wir jetzt nicht mit, in genau dieser Situation, dann ist das ein Erdbeben. Und das kann man schon auch sehen, sowohl in der Medienlandschaft, wie das aufgegriffen worden ist, als auch in der Europarechtswissenschaft, als auch in den politischen Kontexten der verschiedenen Mitgliedstaaten. Haben Sie die Befürchtung, dass da das einheitliche Europarecht zerfällt? Also ich habe diese Befürchtung schon länger, weil wir ja nicht nur die Rule of Law Crisis haben, also die Rechtsstaatlichkeitskrisen und die Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz. Europa ist eben eine Rechtsgemeinschaft. Das heißt, wenn das Recht angegriffen wird und die Verbindlichkeit des Rechts und die Unabhängigkeit der Justiz darüber zu entscheiden angegriffen wird, dann ist das ein Angriff auf den Kern der EU. Ohne die Rechtsgemeinschaft funktioniert das nicht. Es ist eben keine Zwangsgemeinschaft, nicht? Und dass da hinzukommen ähnliche Argumentationsmuster im Migrationsrecht, wo auch gesagt wird, ja, hier würde ja eine Herrschaft des Unrechts existieren, was natürlich abwegig ist, aber es sind eben Narrative, die entstehen, die dazu beitragen, den Kern der EU ihres Legitimationszusammenhangs durch Überzeugung, durch Recht zur Integration zu führen, unterminieren. Ja, ich meine, das Bundesverfassungsgericht bedient sich hier ja auch einer relativ aggressiven Rhetorik gegenüber Luxemburg. Es ist die Rede, jedenfalls im Kern die Rede von Willkür, von einer nicht mehr nachvollziehbaren Entscheidung. Das musste das Bundesverfassungsgericht vermutlich so reinschreiben, um seine These einer ultra vires Entscheidung zu begründen, also um darzulegen, warum denn überhaupt das Bundesverfassungsgericht sich traut, quasi dem Europäischen Gerichtshof hier die Gefolgschaft zu verweigern. Gleichwohl bleibt das eine sehr starke Rhetorik. Die Gefahr dieser Rhetorik haben Sie gerade angedeutet. Und auf dieser Grundlage hört man jetzt viel den Vorwurf, es handelt sich im Kern um einen nationalistischen Ego-Trip. Finden Sie diese Kritik angemessen? Also der zweite Senat hat sich, und das ist eine ganz andere Linie als der erste Senat, sie angeschlagen hat, jetzt zuletzt in den beiden Urteilen zum Recht auf Vergessenwerden, äußert sich eben in einer Weise, die von vornherein auf Letztbestimmungsrechte hindeutet. Wer darf sagen, wer hat das letzte Wort? Der erste Senat im Gegensatz, kann man vielleicht ganz gut sehen, versucht ein Kooperationsverhältnis mit dem EuGH zu etablieren. Auch im ersten Senat ist die Vorstellung, dass nicht alles, was der EuGH macht, gut ist. Und das ist übrigens auch eine Einschätzung, die ich teilen würde. Aber die Frage ist, wie redet man miteinander? Das, was der zweite Senat jetzt hier macht, ist letztlich ein Abbruch des Kommunikationszusammenhangs. Und wenn man Erstsemestern an die Klausur schreibt, das sei methodisch nicht mehr vertretbar, dann bedeutet das null Punkte. Das ist wirklich also schon sehr von oben herab. Und das ist nicht eine Rhetorik, die dazu angetan ist, in dem vom Verfassungsgerichtspräsidenten Froskuhle ja stets beschworenen Verfassungsgerichtsverbund tatsächlich bündisch zusammenzuwirken. Also ist ein nationalistischer Ego-Trip vielleicht keine Phrase, die Sie in den Mund nehmen würden, aber in der Tendenz schon nachvollziehbar? In der Tendenz ist es schon nachvollziehbar, zumal der zweite Senat sich eben immer wieder auf die Idee der Souveränität stützt, die ja als mitgliedstaatliche Souveränität der föderalen
Element der EU entgegengehalten wird. Und von daher ist es vielleicht auch nicht zufällig, dass eher konservative, etatistische Kollegen jetzt dieses Urteil gut finden und diejenigen, die Bundesrepublik eher international eingebunden sehen, eben nicht mehr im Alleingang regierbar, dass die jetzt sehr schockiert sind über dieses Urteil. Und dazu zähle ich auch. Ich würde jetzt vielleicht doch noch mal so ein bisschen die andere Sichtweise versuchen, stark zu machen. Ich meine, immerhin muss man sehen, es war eine 7-1 Entscheidung. Das heißt, da hat sich jetzt nicht eine knappe Mehrheit durchgesetzt im zweiten Senat, sondern diese Entscheidung wird breit mitgetragen. Und ich meine, die Menschen, die ans Bundesverfassungsgericht gewählt werden, sind in aller Regel überragend gute Juristinnen und Juristen. Die haben auch typischerweise politisches Gespür. Vor allen Dingen auch mit dem Einwand, dass das Gericht ja bisher dafür gerühmt wurde und bekannt war, dass es sich in extrem komplexe Materie sehr engagiert und detailversessen reinarbeiten kann. Ja, genau. Und wenn man das sich jetzt alles überlegt, die Entscheidung wird ja auch aus einer ökonomischen Perspektive sehr hart kritisiert. Sie ist aber eben mit breiter Mehrheit jetzt gefallen. Sie haben dargelegt, warum diese Entscheidung so viel Sprengstoff beinhaltet. Können Sie das irgendwie nachempfinden? Also was ist da quasi die Agenda? Was ist das Kalkül? Warum schießt Karlsruhe so scharf? Also ich kann das schon verstehen, denn das Problem, vor dem das Bundesverfassungsgericht steht, ist, dass wir auf der EU-Ebene zwei fundamentale Probleme haben, die hier verhandelt werden. Das erste ist, dass der EuGH, der eigentlich dazu berufen wäre, die Kompetenzen der Mitgliedstaaten zu schützen, dieser Aufgabe eigentlich nie nachkommt. Er stellt sich einseitig auf die Seite der EU-Institutionen und ist eben kein Kompetenzgericht. Das fällt aus. Die Mechanismen, die dafür vorgesehen sind von Seiten der Parlamente, funktionieren nicht, weil sie total kompliziert sind. Und das zweite Problem ist ein anderes demokratisches Problem, nämlich die Unabhängigkeit der EZB. Wie kontrollieren wir eigentlich eine Institution, die im Prinzip machen darf, was sie will? Und diese beiden Probleme liegen auf der EU-Ebene begründet. Sie müssten also eigentlich logisch auch auf der EU-Ebene gelöst werden. Sie werden aber dort nicht gelöst, und zwar was die Rolle des EuGH betrifft, als Kompetenzgericht eben schon seit Jahrzehnten nicht gelöst. Der EuGH ist ein aktivistisches Gericht. Und da kann ich schon verstehen, dass der zweite Senat nun sagt, wir haben euch lange genug versucht, immer wieder zu sagen, wo das Problem liegt. Ihr habt nicht auf uns gehört. Jetzt reicht's uns. Also würden Sie im Kern die Kritik eigentlich weiterreichen nach Luxemburg und sagen, lieber Europäischer Gerichtshof, hättest du mal ein ernsthaftes staatsorganisationsrechtliches Verständnis entwickelt, was die EU-Institutionen dürfen und was sie nicht dürfen? An sich ist das eine Kritik am EuGH, die ich selber auch schon oft vertreten habe und die ich auch teile. Ja, wir müssen den EuGH viel kritischer betrachten, als das im Moment geschieht. Ich frage mich allerdings, ob ausgerechnet der Fall der EZB dafür geeignet ist. Denn die ist eben als unabhängige Institution ausgestattet, eben gerade damit sie politischen Zumutungen widerstehen kann. Das führt zu der letzten Frage, die wir uns hier aufgeschrieben haben. Also Sie haben ja diese schwierige Rolle der EZB beschrieben, dass es eine Zentralbank ist, die explizit ausgenommen und unabhängig sein soll von politischem Einfluss, demokratisch aber nur sehr schwach legitimiert ist. Also Sie haben gesagt, die weitgehend machen kann, was sie will. Wie muss man denn dieses Prinzip der Unabhängigkeit der EZB weiterentwickeln, um die Entscheidung vielleicht nachvollziehbarer und ein bisschen demokratisch legitimierter zumindest erscheinen zu lassen? Nun, also zum einen halte ich die doch etwas holzschnittartige Darstellung des zweiten Senats da doch für auch nicht ganz gerecht gegenüber der EZB, die ja vielfältige Darlegungen und Studien sogar auf ihrer eigenen Seite bereithält. Ja, also auf ihrer als eigenen Homepage bereithält. Also dieser Vorwurf, die würden nicht abwägen, ja, also Kosten, das, Nutzen, den halten sie für nicht tragbar. Sie kommunizieren das halt nicht. Ja, und insoweit finde ich, dass die Unabhängigkeit der EZB jedenfalls strukturell vergleichbar ist mit der Unabhängigkeit der Justiz. Und auch bei Gerichtsentscheidungen wissen wir ja, dass es national sehr unterschiedliche Vorgehensweisen gibt, wie ausführlich begründet wird. In der französischen Tradition zum Beispiel ist es ja üblich, dass Urteile nicht begründet werden, weil man eben eigentlich nur das Recht
das Ergebnis sagt, ja, und sich gerade dadurch nicht angreifbar machen möchte. In dieser Tradition steht ja auch der EuGH interessanterweise, ne? Also nicht mehr so. Vor allem auch wenig. Ne? Naja, aber EuGH-Entscheidungen wirken jedenfalls aus der Perspektive deutscher JuristInnen ja immer noch extrem apodiktisch. Ne? Das liest sich immer noch so ein bisschen wie dieses typische Vue-que, also angesichts der Tatsache das und dann kommen 50 interessante Hintergrundinformationen und dann bumm, ja, staunt man, wie das Gericht auf dieser Grundlage zu einer Entscheidung kommt. Also Sie würden sagen, besser begründen ist das eine. Was noch? Also besser begründen ist auf jeden Fall immer etwas, was die demokratische Nachvollziehbarkeit und die Deliberation in der Öffentlichkeit erfordert. Ja? Wir können in einer Demokratie nicht über Dinge diskutieren, wo wir die Hintergründe nicht kennen. Und es ist eben schon eine, sagen wir mal, etwas obrigkeitsstaatliche Herangehensweise, die Untertanen einfach vor die Ergebnisse zu setzen. Begründen, Transparenz ist ein demokratisches Gebot. Haben Sie auch so institutionell, juristisch noch Anmerkungen mit Blick auf die Verträge? Muss da irgendwas geändert werden? Also natürlich hätte man schon lange mal überlegen können, dieses Vorrangprinzip rechtlich niederzulegen. Denn es beruht allein auf einer Rechtsprechung des EuGH. Der Vorrang des Europarechts. Der Vorrang des Europarechts. Und es ist aber zugleich schon ein zentrales Prinzip für die Funktionsweise des europäischen Rechts im Zusammenwirken mit dem mitgliedstaatlichen Recht. Und wenn man hier einfach deutlicher machen würde, das muss jetzt mal niedergelegt werden, das wäre das eine. Und das andere ist, ich glaube, es ist deutlich geworden, dass der EuGH die Aufgabe als Kompetenzgericht nicht erfüllt. Und hier wäre es vielleicht schon sinnvoll, eine extra Instanz zu schaffen, eine Institution, die vielleicht dann auch mehr in dieser politischen Rolle der Kompetenzabgrenzung gesehen wird, die leichter anrufbar ist und die auch in einer anderen Tradition stünde als der EuGH. Also Kompetenzgericht meinen Sie jetzt nicht, das Gericht hat keine Kompetenz, sondern das Gericht muss klarer definieren, wer welche Kompetenzen hat, oder? Genau. Mit Kompetenzgericht meine ich ein Gericht, das über die Kompetenzen der EU in Abgrenzung zu den Kompetenzen der Mitgliedstaaten entscheidet. Das heißt also, der EuGH nimmt diese Aufgabe nicht wahr und Sie sehen da eher die Hoffnung darin, dass man eine neue Institution schafft auf europäischer Ebene. Könnte es nicht auch sein, und ich versuche dem Ganzen jetzt mal so eine leicht positive Wendung zu geben, dass aus dieser, ich nenne es jetzt mal Krise, ja, die das Bundesverfassungsgericht heraufbeschworen hat oder zumindest transparent gemacht hat, dass aus dieser Krise heraus der Europäische Gerichtshof vielleicht wächst und seine Aufgaben in Zukunft hier in einer breiteren Weise wahrnimmt, eben gerade auch als Staatsorganisationsgericht? Ich denke, der erste Senat hat da einen guten Weg gewählt, genau das herauszukitzeln, nämlich in der Kooperation zu bleiben, im Austausch. Aber die Formulierungen, die der zweite Senat hier gewählt hat, sind eben nicht dazu angetan, einen Dialog herbeizuführen. Ganz herzlichen Dank. Das war im Interview mit der Lage der Nation Professor Dr. Anna-Katharina Mangold. Sie ist Professorin an der Europa-Universität in Flensburg. Vielen Dank, Frau Professor Mangold, dass Sie Zeit für uns hatten. Vielen Dank. Diese Woche fand ja der sogenannte Autogipfel statt, den gibt es ja öfter, da trifft sich die Regierung mit Automanagern und es ging mal wieder um Subventionen für die deutsche Autoindustrie, jetzt vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise, die der Corona-Krise auf dem Fuß folgt. Die deutsche Automobilwirtschaft hätte gerne sowas wie eine Kaufprämie, also sowas wie einige tausend Euro für den Kauf eines Neuwagens. Als Zuschuss für Bürger und Bürgerinnen, die sich so ein Auto kaufen, um einfach diese Automobilwirtschaft wieder nach vorne zu bringen, so das Argument. Bei diesem Autogipfel ist jetzt nicht so viel rumgekommen, das ist eigentlich die News. Die News ist eigentlich, diese Kaufprämie ist nicht vom Tisch. Ja, ganz genau. Wir hatten ja vor 2 Wochen, war es glaube ich, in der Lage, uns mal die Effekte der letzten Abwrackprämie aus dem Jahr 2008 angesehen. Die Kurzfassung ist, Strohfeuer hat viel Geld gekostet, aber letztlich wenig gebracht. Gleichwohl ist diese neue Abwrackprämie jetzt immer noch in der Diskussion, Philipp. Ne? Und da kann man sich eigentlich nur wundern. Da kann man sich nur wundern. Das Handelsblatt hat das mal so ein bisschen zusammengekramt. Volkswagen hat aktuell wohl 25 Milliarden Euro an liquiden Mitteln, Daimler hat 18 Milliarden, BMW mindestens 12 Milliarden Euro laut Handelsblatt. Zehntausende Beschäftigte erhalten zudem Geld von der Bundesagentur für Arbeit, sogenanntes Kurzarbeitergeld. Und selbst wenn jetzt niemand mehr irgendein Auto kaufen würde und die auch kein Auto verkaufen würde, müsste man damit eigentlich bis zum Herbst flüssig bleiben. Ja, und wenn man so viel Geld besitzt, argumentiert das Handelsblatt, und das finde ich halt nachvollziehbar, dann müsste man eigentlich selber in der Lage sein, diesen Markt
Markt wieder anzuschieben. Außerdem schütten die Konzerne Geld aus. BMW will für das abgelaufene Geschäftsjahr 1,64 Milliarden Euro an seine Aktionäre zahlen. Das ist Dividende, ne? Das ist Dividende. Ne? Auch VW und Daimler halten an diesen Ausschüttungen fest, sagt das Handelsblatt. Also da fragt man sich, mit welcher Berechtigung soll die Autoindustrie Geld aus der Staatskasse bekommen? Das ist eine Frage, die darauf hindeutet, dass jetzt die Debatte voll im Gang ist über klimafreundliche Konjunkturprogramme. Also wie kriegt man die Wirtschaft wieder ans Laufen? Wir schlittern, haben es gesagt, auf die größte Wirtschaftskrise wahrscheinlich aller Zeiten zu. Und die Frage ist, wie kommt man da wieder raus, ohne das Klima zu ruinieren? Möglicherweise kann man das ja sogar als Chance sehen, ja, die Krise als Chance, mal ganz ehrlich. Also wann hat man schon mal die Möglichkeit, dass staatliche Stellen mit solchen Summen tatsächlich einwirken können auf das Wirtschaftsleben? Es wirkt ja fast so, als sei es so eine Art politischer Konsens, dass jetzt mit sehr, sehr viel Geld die Wirtschaft gestützt werden soll, dass die Wirtschaft wieder angekurbelt werden soll. Und das wäre ja eigentlich eine absolute Steilvorlage für den Klimaschutz. Man könnte sich überlegen, ist das nicht die Chance, dass man ganz gezielt auch in den Klimawandel investiert. Genau. Das war in die Bekämpfung des Klimawandels, genau. Und das war eine der Fragen, die wir am Montag gestellt haben im Gespräch mit der Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD. Das hatten wir schon länger geplant. Und wir haben, wie gesagt, mit ihr mal über diese Autoprämie gesprochen, aber eben auch über die Frage, wie die Bundesregierung die Klimaziele einhalten will. Und warum zum Beispiel Svenja Schulze sich nicht so eindeutig dafür ausspricht, klimaschädliche Subventionen wie Dieselprivileg und solche Sachen zu streichen. Deswegen jetzt ein ausführliches Interview mit der Ministerin zu all diesen Fragen. Aber Corona being Corona, die erste Frage war natürlich und musste sein, wie denn so das Leben der Bundesumweltministerin ist im Home-Ministerium. Naja, ich bin im Moment im Ministerium, weil hier der bessere WLAN-Anschluss ist. Bei mir zu Hause sind relativ viele in dem Haus gleichzeitig im Netz und das merkt man auch der Qualität des Netzes dann irgendwann an. Und mein Alltag ist schon so, dass es jetzt überwiegend Videokonferenzen sind. Also alle meine Gespräche, die normalerweise direkt stattfinden, finden jetzt als Videokonferenz statt über die unterschiedlichsten Tools, aber immer am Bildschirm. Und wie machen Sie das so mit Akten und solchen Sachen? Kriegen Sie die per E-Mail oder wie läuft das? Na, die Akten sind schon seit längerer Zeit digital. Das hatte ich eigentlich mit dem Einstieg hier ins Ministerium komplett umgestellt. Das heißt, ich bekomme meine Akten schon seit Beginn meiner Amtszeit hier komplett elektronisch. Und das ist jetzt natürlich sehr hilfreich, weil wir müssen einfach gar nichts umstellen. Jetzt vielleicht mal näher zu Ihrer Arbeit spezifisch als Umweltministerin. Wir haben ja inzwischen schon etwas mehr als die Hälfte der Legislaturperiode hinter uns. Was sind denn aus Ihrer Sicht noch die großen offenen Baustellen im Bereich des Umweltministeriums? Was muss in dieser Legislaturperiode aus Ihrer Sicht noch geschehen? Was muss umgesetzt werden? Naja, das Allerwichtigste ist, dass wir das Klimaschutzgesetz jetzt auch wirklich umsetzen. Wir haben ja in diesem Klimaschutzgesetz vorgesehen, dass jedes Jahr überprüft wird, erreichen wir unsere Klimaziele. Das ist jetzt dieses Jahr mit den runtergehenden CO2-Werten durch die Corona-Krise natürlich nicht so relevant, wie das normalerweise wäre. Aber mir ist wichtig, dass der Mechanismus jetzt eingeübt wird, dass jedes Jahr dem Parlament auch Bericht erstattet wird. Und das muss jetzt alles auf den Weg gebracht werden. Das Klimakabinett muss wieder tagen. Also im Grunde genommen ist es sehr viel Umsetzung, was ansteht. Und dann ist ganz viel europäische Politik. Durch die EU-Ratspräsidentschaft haben wir jetzt die ganze Frage des European Green Deal, des Klimaschutzgesetzes, der Anhebung des Beitrags fürs Pariser Klimaschutzabkommen. Das wird alles noch so im nächsten halben Jahr sein und das ist eine ganze Menge. Da sind ein paar Punkte dabei, die wir uns hier auch so aufgeschrieben hatten auf dem Zettel. Also Stichwort Umsetzung Klimaschutz. Da hat jetzt zum Beispiel Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU einen Entwurf vorgelegt für die Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes. Klingt so ein bisschen sperrig, regelt aber ganz, ganz wichtige Teile der Energiewende in Deutschland. Unter anderem ist zum Beispiel sehr umstritten und wird von Betreibern von Windenergieanlagen und von Klimaaktivisten immer gefordert, diesen sogenannten PV-Deckel zu entfernen. Das bedeutet, der liegt momentan noch bei 52 Gigawatt Photovoltaik. Das heißt,
wenn 52 Gigawatt Photovoltaik in Deutschland installiert sind, kann man zwar noch weiter Photovoltaikanlagen einrichten, aber es gibt eben keine staatliche Förderung mehr über das Erneuerbare Energiengesetz. Da hatten jetzt viele gefordert, dass dieser Deckel abgehoben werden muss, dass auch mehr Photovoltaik als diese 52 Gigawatt gefördert werden können, um eben weiter auszubauen. Jetzt findet sich aber in diesem Vorschlag für eine Novelle dieses Gesetzes nichts davon, dass dieser Deckel entfernt werden soll. Wird dieser Deckel noch entfernt? Ja, der Deckel muss weg, weil wir brauchen einen weiteren Ausbau von erneuerbarer Energie. Und deswegen verhandeln wir im Moment darüber, wie wir nicht nur bei Windkraft weiterkommen. Da haben wir ja die gleiche Situation. Wir müssen auch bei der Windkraft den Ausbau endlich voranbringen und nicht länger darüber diskutieren, wie man möglichst den Ausbau verhindert, sondern wie man ihn nach vorne bringt. Da sind wir noch nicht ganz einig. Wir stimmen das zurzeit in einer Arbeitsgruppe zwischen Bund und Ländern auch ab, weil die Länder müssen daran beteiligt sein. Aber das Ziel ist vollkommen klar. Wir müssen 2030 65% Erneuerbare haben. Und wenn wir das wollen, was viele jetzt sagen, nämlich mehr Wasserstoff, grünem Wasserstoff auch nach vorne bringen, dann werden wir wahrscheinlich noch mehr brauchen. Und deswegen muss diese Blockade endlich aufhören. Das ist nicht ganz einfach, mit der Union gerade zu diskutieren, aber da geht nichts drum rum. Das steht klar im Koalitionsvertrag. Das ist vollkommen klar, wenn man den Klimaschutz ernst nimmt, dass man den Ausbau der Erneuerbaren braucht. Wir steigen aus Atom aus, wir steigen aus Kohle aus und dann muss man auch woanders einsteigen, weil wir brauchen die Energie aus Wind und Sonne. Ein zweiter Punkt, der noch fehlt aus Sicht vieler in diesem Vorschlag für eine Erneuerung des erneuerbaren Energiengesetzes, sind diese Abstandsregeln. Also die Logik dahinter ist, je größer der Abstand sein muss zu einem Haus, zu einer Siedlung für neue Windräder, desto weniger Platz gibt es für den Aufbau neuer Windkraftanlagen. Jetzt ist auch in dieser Novelle, die vorgelegt wurde von Herrn Altmaier, dazu nichts Neues entstanden. Was ist da Ihr Ziel in Sachen Abstand neuer Windräder von Siedlungen? Naja, für mich als Sozialdemokratin wäre es am besten, wir könnten das einfach den Ländern überlassen. Wir bräuchten gar keine zentralen Abstandsregelungen, weil ich glaube, das ist am besten auf der Länder- und dann der kommunalen Ebene angesiedelt. Aber da ist die Union sehr klar, sie will Abstandsregelungen haben und deswegen ist mein oberstes Ziel, dass diese Abstandsregelungen nicht verhindern, dass es den Ausbau von erneuerbaren Energien gibt. Aber wie viel ist das? Wie viel Abstand muss da gehalten werden? Naja, das geht nur darüber, dass man die Abstandsregelungen so macht, dass genug Flächen übrig bleiben, damit wir dieses 65%-Ziel erreichen. Aber wie viele Meter sind das? Jetzt kann ich Ihnen so aus dem Stand nicht ganz genau sagen, wie viele Meter das sind, sondern es kommt gar nicht auf die Meter an, sondern es kommt darauf an, welche Struktur nimmt man sozusagen, sondern also welche dörflichen Strukturen, welche Siedlungsstrukturen sind die Basis, von der wir aus diskutieren. Und das diskutieren wir gerade. Von was muss der Abstand gehalten werden? Also von irgendeinem Gehöft, was da einzeln auf dem Feld rumsteht. Wenn da 1000 Meter Abstand gehalten werden soll, dann gibt es wenig Platz. Und Sie sagen, das kann nicht sein, sondern wir haben halt Dörfer. Und wenn es ein richtiges Dorf ist, dann kann da auch ein Kilometer Abstand gehalten werden. So, und diese Struktur, also was genau ist das, von wo wir den Abstand halten und wie gehen wir mit dem Petitum der Länder um, die nämlich gar keine Regelung von uns wollen, also können die abweichen und wie können die abweichen, das ist im Moment noch in der Diskussion. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir eine Lösung hinkriegen, weil das Ziel ist ja klar und jeder, der da einschränken will, der muss sagen, wie erreichen wir denn trotzdem dieses Ziel 65% Erneuerbare in 2030. Davon geht nichts weg, weil wenn wir die Erneuerbare nicht ausbauen, Kohle steigen wir aus, Atom steigen wir aus. Der Strom muss ja irgendwo herkommen. Der kommt ja nicht aus der Steckdose. Und deswegen müssen wir diesen Ausbau von Erneuerbaren haben. Ja, eine zentrale Aufgabe unserer Zeit ist ja die Begrenzung der CO2-Emissionen. Dazu haben die Signatarstaaten des Pariser Klimaschutzabkommens auch bestimmte Erderwärmungsziele vorgegeben, möglichst nicht mehr als 1,5 Grad, aber wirklich nicht mehr als 1,75 Grad. Der UN-Klimarat hat dazu nun ein Gesamtbudget ausgerechnet, das die Menschheit noch ausstoßen darf, also ein CO2-Budget, um die Erderwärmung eben auf nicht mehr als diese 1,75 Grad zu begrenzen. Diese Menge wird von den WissenschaftlerInnen auf 800 Gigatonnen weltweit und netto beziffert. Wie viel CO2 darf denn Deutschland davon nun noch ausstoßen? Also erstmal hat der Weltklimarat kein Budget ausgerechnet. Das stimmt einfach nicht. Der Weltklimarat hat berechnet was und Vorschläge gemacht, was passieren muss, um noch auf einen Pfad zu kommen, der 2 bzw. 1,5 Grad Erwärmung gibt. Und er hat dazu
sozusagen Annahmen gemacht und diese Annahmen sind in verschiedenen Gutachten dargelegt worden. Das heißt, wir wissen international, was wir tun müssen, um CO2 zu reduzieren, was die Maßnahmen sind, die ergriffen werden müssen. Und die Vereinbarung, die getroffen wurde, ist im Pariser Klimaschutzabkommen, alle Staaten melden ihre sozusagen Reduktionsziele und die werden alle 5 Jahre überprüft. Was wir im Moment auf dem Tisch haben, reicht noch nicht. Und deswegen ist es jetzt so wichtig, dass zum Ende dieses Jahres alle Staaten ihr überprüftes Klimaziel, also überprüftes NDC, National Determined Contribution sind das, vorlegen. Und das machen wir auf der europäischen Ebene. Das werden schon keine einfachen Diskussionen werden. Das muss aber weltweit passieren. Darum geht es. Die Staaten liefern ihre Beiträge zur Reduktion. Und diese Reduktion, das ist das Ziel, was im Pariser Klimaschutzabkommen dann eben auch festgelegt wurde. Wir haben nicht über Budgets diskutiert. Das ist nämlich gescheitert. Aber die Klimaforscher haben sehr wohl ein Budget formuliert, mit dem wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit beispielsweise dieses Ziel von 1,75 Grad erreichen. Sagen Sie, mit einer Wahrscheinlichkeit von irgendwie gut 76%, wenn wir diese Temperatur erreichen wollen, haben wir noch ein bestimmtes Budget. Und mit diesen Budgets an CO2 wird ja auch kalkuliert. Und die Frage ist, wie viel von diesem Budget hat Deutschland? Wie viel Tonnen CO2 dürfen wir noch ausstoßen? Was ist da Ihre Antwort? Nein, das macht der Klimarat nicht. Der Klimarat rechnet nicht in Budgets, er rechnet in Faden und in Annahmen. Aber was ist denn Ihre Antwort? Denn trotzdem haben wir ja ein Budget, mit dem wir rechnen müssen. Nein, das ist aber nicht, wir haben aber keine Budgets sozusagen. Das ist, diese Annahme stimmt einfach nicht. Wenn Sie sich die Gutachten angucken, gehen die nicht von Budgets aus. Und wir haben in Paris auch keine Budgets vereinbart, sondern wir haben Pfade miteinander vereinbart und gesagt, wie wir es schaffen, dass die Staaten diese Pfade jeweils einhalten und erreichen. Und der Versuch, Budgets festzulegen, der ist international gescheitert. Alle erinnern sich noch an die gescheiterte Klimakonferenz mit diesem Versuch. Und deswegen ist ein anderer Weg gewählt worden. Und das ist mir auch nochmal wichtig. Viele tun so, als könnte man das ganz genau berechnen. Das macht der Weltklimarat aber nicht. Das ist nicht möglich sozusagen. Na, er gibt Wahrscheinlichkeiten an. Aber Klimaforscher wie Stefan Rahmstorf, die argumentieren, man kann daraus ein Budget ableiten und nur damit kann man eben berechnen, ob zum Beispiel Klimaschutzmaßnahmen wirken oder nicht. Ich glaube, dass diese Budgetdiskussion uns nicht weiterbringt, weil sie eine falsche sozusagen Annahme oder eine falsche Herangehensweise wählt. Wir müssen CO2 reduzieren und wir wollen Mitte des Jahrhunderts treibhausgasneutral sein. Und den Weg, den muss man jetzt gehen und zwar so schnell wie möglich. Und dazu haben sich die Staaten verpflichtet, diesen Weg zu gehen. Und da nutzt es überhaupt nichts, irgendwelche Budgetansätze zu diskutieren. Das ist nicht das, was wir miteinander vereinbart haben. Ja gut, okay, dann reden wir einfach über Einsparungen. Sie sagten ja, Deutschland und die Europäische Union wollen Einsparmengen angeben. Dann reden wir eben nicht von diesen Budgets, dann reden wir von diesen Einsparungen. Was ist denn da der Plan? Mit welchen Einsparungen können und müssen wir rechnen? Wir sind im Moment als EU so weit, dass wir gesagt haben, 40% ist die Reduktion, die wir bringen wollen bis 2030. Das reicht nicht, wenn man Mitte des Jahrhunderts treibhausgasneutral sein will. Und deswegen muss man da ambitionierter sein. Die Kommission hat uns vorgeschlagen, 55% Reduktion zu nehmen. Und ich halte das auch für genau den richtigen Weg, sich 55% Reduktion vorzunehmen. Das hat jetzt auch die Kanzlerin unterstützt auf dem Petersberger Klimadialog. Und wir versuchen das jetzt auch auf europäischer Ebene durchzubringen. Da müssen ja alle Staaten wiederum mitgehen, damit wir so ein Ziel auch vereinbaren können. Also es gibt ja Klimaforscher wie Stefan Rahmstorf, habe ich zitiert, der sagt, ich zitiere, ich kann nicht erkennen, wie die Pläne der Bundesregierung, nach denen wir selbst 2050 noch nicht bei Null Emissionen sind, mit dem Pariser deutlich unter 2-Grad-Ziel vereinbar sind, geschweige denn die in Paris versprochenen Anstrengungen darstellen, die Erwärmung bis 1,5 Grad zu stoppen. Wie messen Sie denn, ob Sie mit den jetzt beschlossenen und noch zu beschließenden Maßnahmen dieses Ziel auch erreichen, wenn nicht über ein Budget? Ja, wir machen das über das Pariser Klimaschutzabkommen. Und das Pariser Klimaschutzabkommen schreibt Schritte vor. Und der erste Schritt war, alle haben ihre Ziele genannt, hat die EU -40% gesagt. Der zweite Schritt ist jetzt, alle 5 Jahre wird überprüft. Und jetzt steht diese Überprüfung an.
Und wir wollen als EU ein höheres Ziel. Das sind 50-55%. Das ist das, was wir versuchen zu erreichen. Und dieses Ziel wird dann wieder auf die Staaten runtergebrochen. Wir haben kein alleiniges deutsches Ziel, was wir da nennen, sondern wir haben ein europäisches. Und deswegen müssen wir uns auch an den europäischen Rahmen halten und das gemeinsam in Europa vereinbaren. Mir ist es jedenfalls ganz wichtig, dass wir diesen europäischen Rahmen haben. Ich halte das für einen absoluten Vorteil, dass es die EU gibt. Und ich werde mich dafür einsetzen, dass wir diesen Rahmen auch halten. Und das heißt, erst diskutieren wir das auf der europäischen Ebene und dann setzen wir das, entscheiden das da und dann setzen wir das national um. Stichwort nationale Umsetzung. Eine ganz wesentliche Komponente in einer Marktwirtschaft ist ja, dass man über zum Beispiel die Preise von bestimmten Gütern oder auch die Preise von Emissionen die richtigen Anreize setzt, um quasi jenseits von Detailsteuerungen durch die Politik Wirtschaft und auch VerbraucherInnen dazu anzuhalten, möglichst wenig CO2 zu emittieren. Was ist denn da Ihr Ansatz? Wann wird denn ganz konkret der CO2-Preis erhöht? Der CO2-Preis ist ja für Deutschland beschlossen worden. Er ist auch schon durch den Bundestag gegangen. Also wir haben schon einen Beschluss dazu. Um was es jetzt geht, ist den Preis zu erhöhen. Wir haben ja mit dem Bundesrat Erhöhungen erreicht und die sollen ab 2021 dann eben auch wirken. Und der Preis ist für Deutschland so, dass er zunächst 2 Jahre ein Fixpreis ist, den wir sozusagen staatlicherseits etablieren, um das ganze System ins Laufen zu bringen. Es ist nämlich gar nicht trivial, so einen neuen CO2-Preis einzuführen. Und deswegen machen wir das 2 Jahre erstmal über einen staatlich festgelegten Preis. Und dann soll es einen Markt geben, auf dem sich dann eben der Preis bildet und das CO2-Budget wird immer weiter abgesenkt. Also das ist das Ziel, was wir da haben und das ist schon im Bundestag verabschiedet. Es geht jetzt nur noch um die Erhöhung, die noch auf den Weg gebracht werden muss. Also Frau Schulze, ich muss noch mal eben ganz kurz auf dieses Budget zurückkommen, weil ich habe hier eine Grafik aus dem IPCC-Bericht vor mir und da steht drin Remaining Carbon Budget. Und die rechnen sehr wohl in Budgets. Und wenn wir diese Budgets einhalten, dann haben wir eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, in so und so vielen Jahren eine bestimmte Temperatur zu erhalten. Also ich bin so ein bisschen, wie sagt man, überrascht, dass Sie abstreiten, dass der IPCC mit Budgets redet. Der Klimarat. Ne? Nein, ich streite das nicht ab. Ich streite ab, dass das exakt ist und dass man mit solchen Budgets sozusagen jetzt einfach diskutieren kann. Und ich streite ab, dass das der Inhalt des Pariser Klimaschutzabkommens ist. Das Pariser Klimaschutzabkommen geht nicht auf Basis von Budgets. Das ist davor probiert worden. Das ist gnadenlos gescheitert, Budgets zu vereinbaren für die Staaten. Und deswegen haben wir uns auf andere Standards vereinbart, die jetzt eben erfolgreicher sind, nämlich dass es Beiträge der einzelnen Staaten gibt und diese Beiträge regelmäßig angepasst werden müssen. Und diese Budgets, die das IPCC beschreibt, das sind unterschiedliche Szenarien. Das ist auch nicht so, dass Sie sagen können, also wenn wir jetzt ein Kraftwerk in Deutschland abschalten, hat das genau diese und jene Wirkung, sondern das sind Szenarien, mit denen da gearbeitet wird. Und das ist auch gut so. Wissenschaft muss diese Szenarienberechnungen machen. Das ist nur kein Mechanismus, mit dem wir jetzt unmittelbar sozusagen politische Entscheidungen treffen können. Das haben wir in Paris anders vereinbart. Okay, dann sortiert sich das langsam. Denn, glaube ich, was ja bisher gescheitert war, waren diese verbindlichen Reduktionsvorgaben, die für einzelne Länder galten, die haben nicht funktioniert. Und dennoch, und das steht ja auch in diesem Bericht, sind diese Budgets, die der Klimarat dort nennt, keine, und das sagen Sie ja auch, verbindlichen Vorgaben. Und der Klimarat nennt ja auch Wahrscheinlichkeiten, mit denen eine bestimmte Temperatur beim Ausstoßen eines solchen Budgets erreicht werden. Also da ist auch nicht davon die Rede, dass das absolute Sachen sind. Trotzdem hat sich ja in dieser Klimaschutzwissenschaftsdebatte etabliert, dass es ein Budget gibt, mit dem bestimmte Wahrscheinlichkeiten herrschen, um bestimmte Temperaturen zu erreichen und dass dieses Budget an CO2-Tonnen der entscheidende Maßstab ist, um zu gucken, sind wir auf dem Weg zu dieser Temperatur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit oder sind wir nicht auf dem Weg zu dieser Temperatur. Da wird immer mit Tonnen CO2 gehandelt, die noch ausgestoßen werden dürfen. Und die Frage ist doch, was die Bundesregierung, was Sie sich vorstellen, wie viel Tonnen CO2 hat Deutschland noch, um mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das Pariser Klimaziel einzuhalten? Das wird doch in Ihrem Ministerium berechnet werden, oder nicht? Nein, die Bundesregierung hält sich an das Pariser Klimaschutzabkommen und an die Vereinbarung, die wir in Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens in der EU getroffen haben. Das bestreiten Klimaforscher, aber die sagen, ihr Klimapaket stößt mehr CO2 aus, als da zulässig ist. Das sind keine CO2-Tonnen-Budgets.
auch wenn Sie das jetzt immer wieder aus dem IPCC-Report zitieren, das, was das Pariser Klimaschutzabkommen sagt, sind nationale Klimabeiträge, National Determined Contributions. Die bringen wir als EU. Und innerhalb der EU haben wir uns zunächst das Ziel gesetzt, 40% zu reduzieren. Jetzt wird das überprüft und wir sagen, das ist zu niedrig. Wenn wir 2050 treibhausgasneutral sein wollen, dann müssen wir auf dem Weg dahin jetzt mehr machen am Anfang, weil sonst wären die letzten 20 Jahre einfach zu hart, da müssen wir zu gravierende Maßnahmen machen. Und deswegen wird jetzt diskutiert, 50-55% zu reduzieren von dem, was wir immer im Vergleich zu 1990 hatten. Und das ist die Vereinbarung, die wir in der EU haben. Und deswegen gibt es keine Vereinbarung über Tonnen, sondern es gibt eine Vereinbarung über Reduktionsziele. Und daran halten wir uns auch in Deutschland, so wie die restliche EU das auch tut. Und woher wissen Sie, ob Sie diese Ziele erreichen oder nicht, wenn Sie das nicht in Tonnen messen? Nochmal, woher weiß ich was? Woher wissen Sie, ob Sie die Klimaziele erreichen oder nicht, wenn Sie das nicht in Tonnen messen? Wir haben für Deutschland für jedes Jahr, für jeden Sektor verbindlich festgelegt, wie viel CO2 noch ausgestoßen werden darf. Und das wird anhand des Klimaschutzgesetzes jedes Jahr überprüft. Und diese, wir haben das Sektoren genannt, also in der Mobilität, in der Energiewirtschaft, im Bereich der Landwirtschaft, im Abfallbereich, die dürfen einfach nur noch bestimmte CO2-Ausstöße haben und das muss sukzessive reduziert werden. Das ist das, was geltendes Recht ist, was wir in Deutschland verabschiedet haben. Kommen wir mal zu Corona und den Folgen fürs Klima. Haben Sie das Gefühl, dass die Klimapolitik da unter die Räder geraten ist? Nein, ich finde es absolut berechtigt, dass bei so einer weltweiten Krise jetzt erstmal im Vordergrund steht, dass wir die Gesundheit der Menschen schützen. Wir haben hier in Deutschland einen ganz umfassenden Schutzschirm für die Menschen, für das Gesundheitswesen, aber auch für die Wirtschaft aufgespannt, damit wir durch diese Krise durchkommen. Und ich glaube, dass das im Moment, dass man sieht, dass das funktioniert. Und Klimaschutz ist ja nicht weg. Es wird weiter daran gearbeitet. Wir haben jetzt zum Beispiel diesen großen Petersberger Klimadialog, wo wir uns weltweit ausgetauscht haben. Und wir sind in der Vorbereitung der nächsten Weltklimakonferenz. Wir sind in der Vorbereitung der europäischen Ziele, die wir da haben. Also das Klimaschutzthema bleibt. Aber ich verstehe, dass in so einer absoluten Krise erstmal die Gesundheit vorne steht. Das muss auch so sein. Ja, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, die Gesundheit hat zunächst mal Priorität und in zweiter Hinsicht dann vielleicht so eine, sagen wir mal, etwas generellere, weniger zielgerichtete Unterstützung für die Wirtschaft, aber auch für einzelne Menschen. Ja, diese spontanen Soforthilfen, die Sie bereits angesprochen haben, hatten jetzt zunächst mal keine ökologische Steuerungswirkung. Das war vielleicht auch okay so, einfach weil es so schnell gehen musste und zunächst mal wichtig war, dass Betriebe nicht Insolvenz anmelden müssen und auch Privatpersonen nicht in wirtschaftliche Nöte geraten. Aber nun liegt ja vor uns quasi die Phase 2 der Unterstützungsmaßnahmen. Die Bundesregierung bereitet quasi das größte Konjunkturpaket seit vielen Jahren vor, um quasi das Wiederanlaufen der Wirtschaft zu unterstützen. Sollte denn dieses Konjunkturpaket, das jetzt wie gesagt in Planung ist, genutzt werden, um den Ausstieg aus der bisherigen CO2-intensiven Wirtschaft voranzutreiben? Naja, das Klimapaket, was jetzt verhandelt wird, sowohl auf der nationalen als auch auf der europäischen Ebene, da ist es ganz zentral, dass das wirklich auch auf Klimaschutz einzahlt. Wir wissen ja, was man tun muss gegen die Klimakrise. Also da ist der Impfstoff praktisch schon gefunden. Wir müssen Energie aus Wind und Sonne nutzen. Wir müssen grünen Wasserstoff haben für unsere Industrie. Wir brauchen eine geschlossene Kreislaufwirtschaft. Wir müssen ressourceneffizienter sein, mehr Recycling, mehr energieautarke Gebäude, eine resiliente Landwirtschaft. All das wissen wir schon und das muss jetzt eben auch passieren und deswegen ist mir ganz wichtig, dass wir für das neue Konjunkturprogramm, dass wir da einen klaren Kompass haben, also dass das einzahlt natürlich auf Jobs, die wollen wir ja sichern, dass das aber eben auch auf Innovation und auf Klimaschutz einzahlt. Das ist möglich, das kann man auch ganz gezielt so machen und deswegen sowohl hier national als auch auf der europäischen Ebene muss das ein nachhaltiges Klima, ein nachhaltiges Konjunkturpaket werden. Der Verband der deutschen Automobilhersteller, der hat eine relativ konkrete Vorstellung darüber, wie so ein Konjunkturpaket aussehen könnte. Speziell für die Autoindustrie wird gefordert, dass es Kaufprämien gibt und zwar nicht nur für Elektroautos, sondern auch für Diesel und Benziner. Ist das der richtige Weg? Ich habe ja schon
vor ein paar Wochen vorgeschlagen, dass eine Innovationsprämie. Also ich kann mir vorstellen, dass man für den schnelleren Hochlauf der Elektrofahrzeuge zahlt, dass wir die Ladesäulen noch mal schneller sozusagen ausbauen oder aber, dass wir das Ganze verbinden mit einem sozialen Punkt, dass man nämlich sagt, diejenigen, die uns jetzt hier so geholfen haben, die vielen Pflegekräfte, denen ermöglicht man schneller umzusteigen auf andere Fahrzeuge mit anderen Antrieben. Sowas Innovatives, das kann ich mir alles vorstellen. Aber einfach nochmal so eine Abwrackprämie, wie wir sie schon mal hatten, das nutzt dem Klima wenig. Und da gibt es inzwischen ja auch viel, viel Unterstützung. Wenn Sie sich ansehen, was viele, viele Unternehmen zum Petersberger Klimadialog gemacht haben, dann weist das genau in die richtige Richtung. Da haben fast 70 Unternehmen gesagt, dass sie Klimaschutz als Kompass raus aus der Krise haben wollen. Und das war nicht irgendwer. Das waren sowohl ganz große und energieintensive Unternehmen, als auch viele kleine und mittelständische. Also da sieht man, auch in der Wirtschaft sind viele inzwischen auf dem richtigen Weg und sagen, Klimaschutz ist die richtige Antwort. Und das müssen wir jetzt gerade in so einer Krise stärker nach vorne bringen. Das muss die Antwort sein, wie man da wieder rauskommt. Das können nicht einfach die alten sozusagen Maßnahmen sein, die man schon aus der vorherigen Finanzkrise kennt. Aber machen Sie das doch mal konkret. Also wenn wir uns einig sind, dass die deutsche Automobilwirtschaft irgendwas so wie zwischen 9% und 10% der deutschen Gesamtwirtschaftsleistung erbringt, 800.000 Jobs, wie wollen Sie die aus der Krise bringen unter dem Leitstern Klimafreundlichkeit? Naja, ich glaube schon, dass man ja auch für die Automobilindustrie Unterstützung braucht. Übrigens auch für andere, weil wer im Moment doch ganz stark unter der Krise leidet, ist der Tourismus, ist Gastronomie. Also es ist nicht wie bei der Bankenkrise. Es sind andere Unternehmen, es sind andere Bereiche betroffen. Und deswegen müssen wir jetzt auch genau darauf achten, dass die Hilfen, die man in so einem Konjunkturpaket macht, dass die wirklich zielgerichtet sind. Aber wie soll das konkret aussehen? Ja, das ist das, was wir im Moment diskutieren. Ich meine, wir sind noch mitten in der Krise. Wir alle drei können uns hier nicht physisch treffen, sondern wir sitzen jeweils getrennt voneinander und machen das hier alles virtuell. Das zeigt ja, wie sehr wir noch mitten im Krisenmodus sind. Und ich stimme da Olaf Scholz absolut zu. Das muss genau diskutiert werden. Das muss zielgerichtet sein. Und da dürfen jetzt keine Schnellschüsse passieren, weil so viel Geld ist jetzt auch nicht mehr da. Das Geld, was wir für so ein Konjunkturprogramm zur Verfügung haben, das muss ganz zielgerichtet eingesetzt werden, und zwar mit dem richtigen Kompass. Den Kompass eben Richtung Klimaschutz, Richtung Innovation, Richtung Jobsicherung. Stichwort Klimaschutz, Stichwort Jobsicherung. Da gibt es unter anderem in dieser Diskussion das 28-seitige Konzept der Agora Energiewende, die eine ganze Reihe von Vorschlägen unterbreitet haben, wie das konkret aussehen könnte. Das läuft so unter dem Stichwort des doppelten Boosters. Also sie schlagen zum Beispiel vor, den Strompreis zu senken, statt pauschal Steuern zu senken. Das kostet natürlich 22 Milliarden Euro, aber auf diese Art und Weise könnte man den Verbrauchern danken und zugleich Anreize setzen für Investitionen in Elektromobilität oder in Wärmepumpen. Der Hintergedanke ist so ein bisschen, dass Strom, jedenfalls wenn man ihn ökologisch korrekt herstellt, CO2-neutral herstellt, eben ein besonders sauberer Energieträger ist. In dieselbe Richtung geht der Gedanke, die Wasserstoffindustrie zu fördern oder eben eine Abwrackprämie für alte Ölheizungen zu verteilen. Wie stehen Sie zu diesem Gesamtkonzept, das ja, wenn man das mal durchdenkt, vermutlich eine ganz signifikante Einsparung im CO2-Bereich bringen würde? Ja, ich glaube, dass das sehr, sehr gute Anregungen sind. Es sind ja auch nicht nur von der Agora, es sind ja von vielen inzwischen Anregungen für ein Konjunkturpaket gemacht worden. Und ich glaube, dass gerade das, was vorgeschlagen wird für den Bereich Wasserstoff, nämlich nachhaltigen Wasserstoff zu fördern, also Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, dass das genau der richtige Weg für unsere Industrie ist. Wenn Sie sich das einmal ansehen, wir wollen ja, dass auch in Zukunft zum Beispiel in Deutschland Stahl produziert wird. Das wird aber nur möglich sein, wenn es in einem größeren Umfang als heute auch Wasserstoff gibt, mit dem das Stahlwerk dann sozusagen Kohle ersetzen kann. Und diese Wege jetzt zu gehen, das nach vorne zu bringen, ich glaube, das wäre wirklich innovativ. Das sind auch Dinge, die ich ja im Rahmen der ganzen Wasserstoffstrategie, die wir jetzt ja in der Bundesregierung diskutieren, die ich in der Wasserstoffstrategie vorgeschlagen habe. Also Beimischungsquoten für Kerosin, mehr zu tun zur Dekarbonisierung der Industrie, Wasserstoff ganz gezielt aufzubauen. Dazu habe ich Vorschläge gemacht.
Die Wasserstoffstrategie musste jetzt ein bisschen zurückstehen wegen der aktuellen Notwendigkeiten um Corona. Aber ich bin mir sicher, dass wir die recht schnell auf den Weg bringen werden. Und dann werden Sie diese Dinge darin auch finden. Und auch den Strompreis abzusenken, um das eben noch zu sagen, um auch den Strompreis zu senken, finde ich genau richtig. Das, was ich vorgeschlagen habe oder was jetzt schon Gesetz ist mit dem CO2-Preis, sieht ja genau das vor. Nämlich die Einnahmen aus dem CO2-Preis werden zur Absenkung der EEG-Umlage genutzt. Damit kann man schon den Strompreis auch beeinflussen. Das in diese Richtung weiter zu diskutieren, finde ich genau den richtigen Weg Richtung Klimaschutz. Ja, Ihr letzter Satz gibt mir eine Steilvorlage für eine Nachfrage, denn diskutieren ist natürlich immer schön und ein wichtiger erster Schritt, gerade in einer Koalition aus drei Parteien. Wie sieht es denn mit der konkreten Umsetzung aus? Also sehen Sie Chancen in der großen Koalition mit den beiden Unionsparteien hier tatsächlich weitere Fortschritte zu machen für die CO2-Einsparung? Ich glaube, dass inzwischen vollkommen klar ist, dass wir investieren müssen. Dass alle, die sagen, nach dieser Krise muss jetzt der Gürtel enger geschnallt werden und jeder muss für sich selber gucken, dass das verheerend wäre. Und deswegen muss es ein Konjunkturprogramm, muss es, wie es auf Europäisch heißt, einen Recovery Plan geben für die deutsche Wirtschaft, aber eben auch für die europäische, weil da brauchen wir auch den europäischen Verbund. Und das muss gut diskutiert werden. Wir sind da mitten in den Debatten. Es wird so ein Konjunkturprogramm geben müssen. Es muss aber wirklich zielgerichtet sein. Es muss genau da ankommen, wo auch die Hilfe gebraucht wird. Und es muss so sein, dass es eben auf die Transformation, die wir vor uns haben in der Gesellschaft, dass es darauf auch schon einzahlt. Das Ihnen unterstellte Umweltbundesamt hat ausgerechnet, dass es pro Jahr ungefähr so Pi mal Daumen plus minus 50 Milliarden Euro an klimaschädlichen Subventionen gibt. Eine davon ist dieser Steuervorteil für Diesel. Also Diesel ist einfach billiger, weil es einen Steuervorteil für Diesel gibt. Und da fordern viele Klimaschützer seit vielen Jahren, dass der Staat für so eine Subvention, für so eine klimaschädliche Subvention keine Milliarden ausgeben sollte und diese Milliarden lieber in umweltfreundlichen Verkehr stecken sollte. Wann, glauben Sie, fällt dieser Steuervorteil für Diesel? Naja, erstmal sind die Dieselfahrer im Moment ja sowieso sehr stark gebeutelt. Ich meine, mit den ganzen Betrugsfällen, die es da gab, mit den ganzen Diskussionen um die Stickoxide, ist es für diejenigen, die Dieselfahrzeuge fahren, im Moment ja sowieso nicht so ganz einfach. Deswegen, glaube ich, muss man vorsichtig sein, sie jetzt ganz kurzfristig noch weiter zu belasten. Aber generell muss das Steuersystem verändert werden. Es ist aus einer anderen Zeit. Es hat noch nicht komplett umgestellt auf Klimafreundlichkeit. Und deswegen gibt es ja diesen Subventionsbericht, den wir regelmäßig machen, wo wir auch regelmäßig aufzeigen, was wir schon an klimaschädlichen Subventionen abgebaut haben. Das wird nur Schritt für Schritt gehen können. Das kann man nicht alles auf einmal machen. Aber die Richtung ist vollkommen klar. Klimaschädliches Verhalten, das darf sich einfach nicht mehr lohnen. Und klimafreundliches Verhalten muss belohnt werden. Das ist der Weg, den wir gehen wollen und den wir jetzt Schritt für Schritt ja sowohl in unserem Klimaschutzgesetz als auch in dem großen Maßnahmenprogramm, was ja damit auf den Weg bringen. Also beim Maßnahmenprogramm ist zum Beispiel eine Veränderung der Kfz-Steuer jetzt dabei. Wenn Sie sagen Schritt für Schritt, was müsste das denn sein? Welche Subventionen würden Sie denn streichen? Na, erstmal finde ich ganz wichtig, was wir schon vereinbart haben, dass wir zum Beispiel die Kfz-Steuer verändern. Es gibt im Moment über die Kfz-Steuer noch nicht so viel Anreiz, auf große, dicke SUVs zu verzichten und kleinere, klimafreundliche Autos zu kaufen. Diesen Anreiz wollen wir aber geben und deswegen sitzen wir an der Veränderung der Kfz-Steuer. Solche Impulse in die richtige Richtung, wie wir sie über die Kfz-Steuer, wie wir sie über den CO2-Preis haben, das ist der richtige Weg und der muss eben konsequent auch weitergegangen werden. Ja, da möchte ich noch mal ganz kurz nachhaken. Sie haben eben in einem Nebensatz gesagt, auch wenn die Diesel vielleicht nicht so ganz umweltfreundlich sind, wir können einfach die DieselfahrerInnen momentan nicht noch weiter belasten, denn die haben es ohnehin schon schwer, wegen Fahrverboten zum Beispiel. Und ich finde, das ist so ein Musterbeispiel für, wie soll ich sagen, auch die Schwierigkeiten sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik, dass man eben auf der einen Seite schon irgendwie das Klima schützen möchte, aber es muss auf der anderen Seite möglichst ohne Belastung der Bürgerinnen und Bürger abgehen. Dieser Konflikt zeigt sich ganz besonders zum Beispiel auch beim Braunkohlenabbau. Das ist zwar eine Industrie, an der nur relativ wenig Arbeitsplätze hängen, aber gleichwohl merkt man in Nordrhein-Westfalen insbesondere immer wieder, welch großen Einfluss diese Lobby doch des Braunkohlentagebaus hat. Wie lässt sich denn dann aus Ihrer Sicht sozialdemokratische Wirtschaftspolitik mit sozialdemokratischer Umweltpolitik vereinbaren?
Naja, ich bin Sozialdemokratin und deswegen ist für mich vollkommen klar, dass Klimaschutz nur dann erfolgreich sein kann, wenn er auch sozial fair ist, wenn er berücksichtigt, was das an Belastung für die Menschen jeweils bedeutet. Und deswegen machen wir den Kohleausstieg so, wie wir ihn machen. Nicht einfach, wie das Nachbarländer gemacht haben von heute auf morgen, sondern wirklich Schritt für Schritt mit Hilfen für die Regionen, mit dem Anreizen von neuen Arbeitsplätzen. Das ist für mich ein Beispiel, wie sozialdemokratische Klimaschutzpolitik laufen kann. Und in diese Richtung wünsche ich mir auch den Umbau in anderen Bereichen. Also in der Mobilität werden wir auch nicht von heute auf morgen einfach alles verbieten können. Weil es gibt einfach Leute, die haben nicht so viel Geld, sich am laufenden Band ein neues Auto zu kaufen. Die meisten, die ich kenne, kaufen gebrauchte Autos und nicht eben neue und müssen auch die Chance haben, sich umzustellen. Und diese Transformation, diese Veränderung, die wir da vor uns haben, die müssen wir Schritt für Schritt sozial gerecht gestalten. Deswegen eben nicht direkt einen CO2-Preis von 400 Euro, sondern sukzessive ansteigen lassen, damit sich die Leute das auch leisten können. Das ist für mich sozialdemokratische Politik. Gerade Stichwort CO2-Preis, da gibt es ja schon seit längerem den Vorschlag, dass man den CO2-Preis doch deutlich stärker erhöhen könnte, wenn man im Gegenzug einfach eine Kopfprämie den Menschen zahlt zur Kompensation der Belastung. Das hätte nämlich den Effekt, dass Menschen, die relativ wenig CO2 selber emittieren oder CO2-Ausstoß produzieren durch ihr Konsumverhalten zum Beispiel, unterm Strich vielleicht sogar noch weniger belastet würden durch den Staat. Auf der anderen Seite aber CO2-Großverbraucher, Großemittenten belastet würden. Wäre das denn nicht sozialdemokratische Sozial- und Klimapolitik in einer Maßnahme? Naja, das ist leider gar nicht so einfach, weil wir haben einen CO2-Preis für die Industrie heute schon. Das ist der europäische Emissionshandel, der ja dann einen Teil sozusagen schon abschöpft. Wenn wir jetzt noch nur noch auf den Rest gehen für Verkehr und Wärme, das ist der restliche CO2-Ausstoß, dann ist es gar nicht so einfach, das Geld, also wenn man so eine Kopfprämie macht, das Geld einfach wieder zurückzuzahlen. Ich habe das selber vorgeschlagen. Ich habe auch vorgeschlagen, dass man eine Klimaprämie macht. Die Art und Weise, wie man sowas machen könnte, ist aber nicht trivial. Also es gibt keine Datenbank, wo heute schon über jeden Deutschen sozusagen festgestellt wird, wo wohnt er, was ist die Kontonummer und wie viele Kinder hat er und wie kann ich pro Kopf das alles wieder zurückzahlen. Und deswegen sind wir ja auf die Idee gekommen, das über den Strompreis zu machen, also über den Strompreis zurückzuzahlen, weil das der einfachere Weg ist, um CO2 wirklich wieder nach vorne zu bringen, also CO2 zu reduzieren. Aber Frau Schulze, es ist doch möglich festzustellen, wie viele Menschen in Deutschland wohnen und wie viel in einem Haushalt wohnen. Also daran jetzt diese Prämie scheitern zu lassen, wo man einmal im Monat oder einmal im Jahr die Einnahmen verteilt, die durch den CO2-Preis reinkommen, das scheint mir nicht richtig überzeugend. Gut, aber dann machen Sie mal einen Vorschlag, wie das gehen soll. Ich habe Wissenschaftlerinnen hier und Wissenschaftler beschäftigt. Wir haben sehr, sehr viele Menschen damit beschäftigt. Und wir haben immer noch keine Lösung, wie sowas so funktionieren kann, dass wir wirklich alle erreichen, dass wir pro Kopf auszahlen, das heißt auch Kinder was bekommen würden und dass wir es so hinkriegen, dass es eben auch zeitnah funktioniert. Das klingt doch schon banal. Ganz ehrlich, wir haben doch Meldebehörden in Deutschland. Jeder ist irgendwo in diesem Lande mit seinem Erstwohnsitz gemeldet. Warum kann man nicht einfach den Gemeinden das Geld geben, damit sie das entsprechend ihren Melderegistern austeilen? Weil es gar nicht so einfach ist. Die Gemeinden haben keine Kontonummer von ihren Einwohnern. Das ist aus gutem Grund getrennt und der Datenschutz ist da ein sehr, sehr hohes Gut. Und deswegen war es mir wichtig, dass wir jetzt eine schnelle Lösung hinkriegen. Wir werden vielleicht über längere Sicht auch nochmal für eine Klimapauschale und eine Klimaprämie eine Lösung bekommen. Aber es ist nicht trivial. Es ist nicht so, dass in Deutschland in irgendeiner Stelle Name, Date, Anschrift und Kontonummer einfach mal so zusammengeführt werden dürfen. Und das hat gute Gründe. Und diese Gründe, finde ich, muss man... Aber der Staat hat gerade mehrere zig Milliarden Euro an Leute ausgeschüttet, die in einem Webformular Name, Anschrift und Kontonummer eingegeben haben. Ja, das war in einer Notsituation und es hat auch eine ganze Menge von Betrug gegeben. Ich finde, das kann man jetzt nicht als Beispiel nehmen. Da ging es jetzt um eine schnelle Hilfe. Wir wollen aber dauerhaft eine Lösung haben. Und deswegen sind wir jetzt erstmal den Weg gegangen, über den Strompreis sozusagen zu reduzieren, das in die EEG-Umlage eben sukzessive in den zentralen Haushalt zu überführen, damit wir da das Geld schneller an die Leute rankriegen. Was nützt es denn, wenn ich jetzt versuche,
was durchzubringen. Ja, Frau Schulze, da setzen Sie doch falsche Anreize. Ganz ehrlich, Frau Schulze, da setzen Sie doch falsche Anreize, denn da wird doch der am meisten belohnt, der möglichst viel Strom verbraucht. Das kann doch eigentlich nicht der Sinn der Sache sein. Und ganz ehrlich, also da muss ich noch mal ganz kurz einhaken. Es gab natürlich vereinzelte Betrugsfälle bei diesen Wirtschaftsförderungen, bei diesen Soforthilfen im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie. Aber die Gemeinden verschicken doch zum Beispiel Wahlbenachrichtigungen an alle Menschen mehrfach im Jahr unter Umständen, je nachdem, wie viele Wahltermine anstehen. Da könnte man doch den Menschen einmal ein Formular schicken und sagen, geben Sie uns die Kontonummer. Und für Kinder können dann eben die Eltern unterschreiben, auf welche Kontonummer das Geld für die Kinder ausgezahlt werden soll. Also ganz ehrlich, das kann ich Ihnen nicht glauben, dass das wirklich an organisatorischen Details gescheitert sein soll. Was ist denn da das Problem? Ist das der Koalitionspartner, der da auf der Bremse steht? Oder wie muss man sich das erklären? Es ist ein wirkliches Problem, sowas schnell hinzubekommen. Mir lag daran, dass wir eine schnelle Lösung haben. Die haben wir jetzt, weil der CO2-Preis ist im Bundestag beschlossen. Und es ist beschlossen, dass das Geld eben über die EEG-Umlage wieder an die Menschen zurückgeht. Alles andere hätte jetzt sehr, sehr lange gedauert. Es ist nicht trivial. Die Kommunen haben nicht von jedem Wahlberechtigten die Kontonummer. Es ist nicht so einfach, das zurückzuzahlen. Ich würde mir wünschen, dass wir da eine Lösung finden. Wahrscheinlich muss man da einige Gesetze noch für ändern. Das ist aber nichts, was schnell funktioniert. Wir haben Gutachten dafür in Auftrag gegeben. Es ist noch keine Lösung zustande gekommen, die das mal eben schnell löst, das Problem. Und deswegen war mir lieber, es gibt einen CO2-Preis und wir machen das erstmal über den Strompreis, bevor wir gar keine Lösung haben. Das wäre nämlich die Alternative gewesen. Aber die CO2-Kopfprämie bleibt Ihr politisches Ziel? Ich fände das sinnvoll, so eine Prämie zu haben. Ich habe das auch selber ja vorgeschlagen. Ich habe selber Gutachten in Auftrag gegeben, wie hoch so eine Prämie eigentlich sein müsste. Es ist aber politisch nicht so einfach, das umzusetzen. Und ich glaube, in dieser Koalition wäre es darüber hinaus auch noch mal schwierig, aber es ist auch technisch schwierig. Sie haben es vorhin kurz erwähnt, Deutschland übernimmt in der zweiten Jahreshälfte die EU-Ratspräsidentschaft. Bevor wir so ein bisschen über Inhalte reden, unsere Hörer, Hörerinnen interessieren sich ja auch immer so ein bisschen für den politischen Betrieb, für so den Blick in den Maschinenraum. Was heißt denn das aus Ihrer Perspektive jetzt? Also Sie sind Ministerin im deutschen Umweltministerium und wissen, okay, wir übernehmen oder die Bundesrepublik übernimmt in der zweiten Jahreshälfte die Präsidentschaft für die Ratspräsidentschaft in der Union. Was heißt das aus Ihrer Perspektive? Was machen Sie da? Gibt es da Sitzungen, Pläne? Welche Kompetenzen bekommen Sie da? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, also ohne Corona hätte ich Ihnen jetzt eine ganz glasklare Antwort geben können. Dann würde das nämlich heißen, dass wir die jeweiligen Sitzungen des Umweltrates vorbereiten und schauen, dass die ganzen, also dass zum Beispiel der Green Deal, dass das Klimagesetz, dass man das so in den Räten diskutiert, dass man auch zu einer Entscheidung kommt. Da wir jetzt aber gar nicht wirklich zusammenkommen können, dass es noch keine wirkliche Möglichkeit gibt, alle Umweltministerinnen und Minister zusammenzuführen, wird das eine etwas ungewöhnlichere Präsidentschaft werden. Das heißt, wir werden sehr, sehr viele bilaterale Gespräche führen, wo wir versuchen herauszufinden, was denn eigentlich einzelne Staaten wollen und wo Kompromissmöglichkeiten liegen könnten. Und dann versuchen, möglichst überhaupt physische Meetings zu haben. Das kann gegen Ende des Jahres wieder möglich sein. Und dazwischen in Videokonferenzen die Diskussion zwischen den Ministerinnen und Ministern voranbringen. Weil was ansteht, ist die Vorbereitung der Weltklimakonferenz. Das ist eben das Klimaziel, über das wir eben schon gesprochen haben. Das wird im Umweltrat diskutiert. Es steht an eine große Biodiversitätsstrategie. Es steht an eine ganze neue Strategie für den Bereich Recycling und Abfallwirtschaft. Also eine ganze Menge Themen, die einfach auf der Tagesordnung sind, wo in der Präsidentschaft die Rolle ist, zwischen allen EU-Staaten eine Lösung hinzubekommen und einen Beschluss auf den Weg zu bringen. Das ist nicht trivial, weil die Staaten schon sehr unterschiedliche Auffassungen haben und es immer welche gibt, die deutlich mehr wollen und ganz, ganz viele, die deutlich weniger wollen. Und das zusammenzubringen, ist echte Arbeit. Und wenn Sie jetzt also die Präsidentschaft innehaben, was ist denn so Ihr Ziel? Wo würden Sie denn am Ende nach einem halben Jahr rausgehen und sagen, gut, dass wir das geschafft haben? Ein Ziel ist es, dass Europa wirklich ein NDC, also einen Klimabeitrag, melden kann, also das Pariser Klimaschutzabkommen einhält und dass wir eine Biodiversitätsstrategie auf den Weg bringen. Das ist wichtig, dass Europa da auch eine eigene Strategie hat, weil wir wollen eine weltweite Strategie auf der nächsten Konferenz entwickeln. Und deswegen ist das ein ganz, ganz großer Punkt. Und das Dritte, was mir wichtig ist, das ist der Punkt, den wir selber auch einbringen, ist, dass wir darüber reden, wie man die ganze Frage der Digitalisierung nachhaltiger machen kann. Wir diskutieren viel darüber, wie man
Digitalisierung nutzen kann, um Umwelt- und Klimaschutz nach vorne zu bringen, also was das für Chancen bietet. Aber das mal konzentrierter zu tun und auch zu überlegen, wie man die Digitalisierung selber nachhaltiger machen kann. Also wie sorgen wir dafür, dass der Stromverbrauch nicht einfach immer weiter durch die Decke geht? Wie können wir da Stromverbrauch reduzieren? Diese Fragen mal einmal gebündelt zu diskutieren, das ist jedenfalls mein Ziel, dass wir das in dieser Präsidentschaft auch hinbekommen. Und was halten Sie denn eigentlich von dieser Idee, so Klimabonds auszugeben? Also das Konzept haben ja Klimaforscher auch skizziert. Die EU leiht sich Geld bei Anlegern, zahlt dafür relativ viel Zinsen, 5% oder sowas. Aber dieses Geld, was sich die EU dann leiht, wird ausgegeben europaweit für Projekte, die Klimaschutz nach vorne bringen. Was halten Sie davon? Also erstmal finde ich es gut, in Klimaschutz zu investieren. Und dafür werden wir auch auf der europäischen Ebene Geld in die Hand nehmen müssen. Die Frage von Bonds ist immer eine etwas schwierige, weil die sind in der Verfassung sozusagen der Union nicht vorgesehen. Wenn man das da reinbringen will, muss das in allen Mitgliedstaaten abgestimmt werden und muss in allen Mitgliedstaaten eine Mehrheit bekommen. Das ist ein sehr aufwendiger und langfristiger Weg. Und deswegen arbeitet die EU ja jetzt schon daran, im Rahmen dieses ganzen Konjunkturprogramms, was da auf den Weg gebracht werden soll, wie wir es trotzdem schaffen, gemeinsam als EU Geld aufzunehmen, in Klimaschutz zu investieren, das aber mit dem bestehenden Rechtsrahmen machen, damit wir daran jetzt nicht noch lange schrauben müssen. Und ich glaube, das ist sehr sinnvoll. Es muss jetzt ein Recovery-Plan auf den Weg gebracht werden, der nachhaltig ist. Und der muss europäisch sein. Davon haben wir alle was. Das Klima macht nicht an den Grenzen Halt. Und wir brauchen einfach gemeinsame Lösungen da. Und da gibt es eine Menge Ideen, die im Moment gedreht werden. Ich denke, dass wir nächste Woche schon ein Stückchen klüger sind, was davon denn eine Mehrheit bekommt und was eben auch von allen in der EU getragen wird. Wir biegen so langsam in die Zielgerade ein. Ich habe trotzdem noch mal eine Frage, die mir gerade einfällt. Das wird ja auch mal viel diskutiert, dass die Wissenschaft einen sehr direkten Draht zur Politik gefunden hat und dass eine Politik gemacht wird, gerade in der Corona-Zeit, die sich sehr an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientiert. Wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass da Politik auch sich demnächst an der Klimawissenschaft deutlich enger orientiert? Naja, ich habe schon Hoffnung, dass Wissenschaft jetzt noch mal stärker gehört wird, weil das ist zwar ja nicht einfach, man merkt ja gerade im Moment, dass Wissenschaft immer wieder neue Erkenntnisse hat. Es gibt keinen Punkt, wo ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin sagen würde, hiermit bin ich zufrieden und jetzt forsche ich nicht weiter, sondern das entwickelt sich am laufenden Band weiter. Und das ist bei Corona jetzt so, dass wir nahezu täglich neue Erkenntnisse haben. Und das ist ja auch beim Klimaschutz so. Wir merken jetzt ja, in bestimmten Klimamodellen ist zum Beispiel unterschätzt worden, was das Austrocknen von Mooren, von Flüssen an zusätzlichen CO2 freisetzen wird. Es gibt also eine permanente Weiterentwicklung. Und das auch wahrzunehmen und das in Politik umzusetzen, in Entscheidungen umzusetzen, das würde ich mir wünschen, dass das noch viel stärker passiert, vor allen Dingen auch international. Also ich finde, in Europa hören wir schon sehr stark darauf, aber das ist noch nicht überall auf der Welt so. Es ist kein Geheimnis, Frau Schulze, dass Sie in der Bundesregierung manche Schlacht zu schlagen hatten, mit dem Koalitionspartner, mitunter aber auch in der eigenen Partei, um mehr Klimaschutz durchzusetzen. Das ist eben ein Ziel, das, wie soll ich sagen, immer wieder gerne auch diskutiert wird, wo sich nicht alle immer ganz so einig sind. Im großen Ziel sicher schon, in den Einzelmaßnahmen weniger. Jetzt im Angesicht der Herausforderung durch das SARS-CoV-2-Virus hingegen, hatte man so den Eindruck, da hat das Durchregieren deutlich besser geklappt. Was ist aus Ihrer Sicht der Grund dafür, dass die Politik so gut, so effizient reagiert hat auf die gesundheitliche Herausforderung und dass die Politik doch jedenfalls nach Wahrnehmung vieler, sagen wir mal ganz vorsichtig, nicht genauso engagiert, nicht genauso energisch den Klimawandel bekämpft? Naja, bei Covid-19 geht es jetzt um einen wirklich lebensbedrohlichen Virus, bei dem sehr, sehr schnell gehandelt werden musste. Und das, was wir an Maßnahmen ergriffen haben, das sind alles Maßnahmen, die temporär sind. Niemand von uns wünscht sich, dass das, was wir im Moment erleben, der Dauerzustand ist. Und deswegen ist es auch einfacher, solche temporären Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Der Klimawandel geht an die Grundsubstanzen unserer Gesellschaft. Er verändert, wie wir mobil sind, wie wir wohnen, wie wir arbeiten, wie wir leben. Und deswegen muss viel grundlegender und dauerhafter etwas verändert werden. Und das ist immer schwieriger. Es ist schwieriger, grundlegend
etwas zu verändern, als für eine Zeit lang zu sagen, okay, hier müssen wir uns jetzt alle einschränken und dann ist auch wieder gut. Macht uns der Klimawandel nicht genügend Angst? Doch, ich finde, dass der Klimawandel schon genug Angst macht und dass man ja auch sieht, was sich schon alles verändert hat. Wir hatten die letzten beiden Sommer waren sehr, sehr heiß. Wir merken, dass auch in Deutschland Klimaveränderungen schon ankommen. Wir merken das weltweit, wie stark auch jetzt schon die Veränderungen sind. Aber die Maßnahmen sind halt grundlegender und deswegen ist es gar nicht so einfach, das auf den Weg zu bringen. Mal eben aus Kohle, aus Atom auszusteigen und auf erneuerbare Energien zu setzen, das ist eben ein grundlegender Umbau, als das, weil man nur jetzt kurzfristige Maßnahmen hat. Ein letzter Punkt dazu noch, der mir noch einfällt. Es gibt so einige, die sagen, naja, Covid-19 bekämpfen wir weltweit deshalb auch relativ energisch, weil es so eine Art weltweiten Wettbewerb gibt und ein klares Ziel. Wir müssen das Virus bekämpfen und es gibt eine große Konkurrenz der Maßnahmen zwischen den einzelnen Staaten. Und beim Klimaschutz vermissen das viele, sondern da gibt es halt Staaten, die wollen in die Richtung, die Polen wollen eher wieder Kohle oder wenn nicht Kohle, dann Atomkraft, die einen in die Richtung, die anderen in jene Richtung. Wie wollen Sie da so einen Wettbewerb hinkriegen, dass es wirklich wieder ein klares Ziel gibt? Naja, ich finde auch bei Covid-19 jetzt die Maßnahmen in den einzelnen Staaten schon sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn Sie USA, Brasilien und Europa vergleichen, dann werden Sie massive Unterschiede feststellen. Also finde nicht, dass das alles so einheitlich ist, wie Sie jetzt gerade. Einheitlich, aber es gibt ein klares Ziel, was den Wettbewerb befeuert und was insgesamt den Kampf gegen das Virus unglaublich dynamisch gestaltet. Beim Klimawandel ist das anders. Ja, beim Klimawandel haben wir über das Pariser Klimaschutzabkommen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Rahmen, den wir da gemeinsam auf der Welt gefunden haben, der uns hilft, sozusagen auch die Einzelziele immer wieder zu diskutieren. Da ist es ja nicht so einfach. Also wir müssen die Art und Weise, wie wir mobil sind, angehen. Man muss ganz viele Bereiche da angehen. Und deswegen ist es nicht, es ist komplex. Und deswegen geht es auch nicht so schnell. Wir sind aber erfolgreich und ich finde, das wird oft vergessen, was wir an CO2-Reduktion schon erreicht haben. Also man kann das in Deutschland ja sehr gut sehen, was in den letzten Jahrzehnten schon alles an Reduktion erreicht wurde. Und deswegen, das ist einfach ein längerer Lauf. Es ist kein Kurzstreckenlauf, es ist ein Langstreckenlauf, den wir im Klimaschutz gehen müssen. Ja, ganz herzlichen Dank. Das war im Gespräch mit der Lage der Nation, die Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Vielen Dank, Frau Schulze, dass Sie Zeit für uns hatten. Ich danke auch. Wunderbar, das war's für diese Woche. Vielen, vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich hoffe, ihr habt euch sowohl unterhalten als auch informiert gefühlt. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch für die Unterstützung, insbesondere mit den Lageabos. Ne, wer sich noch eins klicken mag, lagedernation.org/plus. Und in diesem Sinne, habt ein schönes, langes Wochenende, sofern der 8. Mai bei euch ein arbeitsfreier Tag ist, so wie bei uns in Berlin. Ansonsten einfach nur ein schönes Wochenende, bleibt uns gewogen und bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.